vor. Feiern Sie mit. Weihnachten in der Lindenstraße. Ich habe extra Christstollen gebacken. Mit den 10 schönsten Weihnachtsfolgen aus 20 Jahren. Danke. Unsere Familienfeste waren bisher immer friedlich und sehr schön. Das große Weihnachtswiedersehen mit allen Stars in einer Nacht. Stille Nacht. Die Lindenstraße Kultnacht. Heute ab 23 Uhr. Fröhlicher Winter. WDR. Guten Abend, liebe Fans, liebe Freunde der Lindenstraße. Herzlich willkommen zur zweiten Lindenstraßenkultnacht. Die erste Lindenstraßenkultnacht vor knapp einem Jahr war so erfolgreich und hat so viele Zuschauer stundenlang in der tiefen Nacht und am frühen Morgen an den Sender gebunden, dass der Sender gesagt hat, wenn er wollt, dürfte das wieder machen. Und wir hoffen, dass wir das jetzt viele Jahre lang zur Tradition werden lassen können. Lindenstraßenkultnacht. Dieses Mal mit den 10 schönsten Folgen aus der Weihnachtszeit in der Lindenstraße. Weihnachten war immer ein großes Thema. Sie werden staunen, wie verschieden das in der Lindenstraße behandelt worden ist. Sie werden sich erinnern. Wir haben zum Erinnern und zum Wiedersehen viele Gäste eingeladen. Schauspieler, die heute nicht mehr dabei sind, die in den Folgen aber rumturnen, die Sie heute sehen werden. Wir haben aktuelle Schauspieler dabei. Wir haben eine große Überraschung ganz am Anfang. Eine Folge, die noch nie jemand gesehen hat, die eigentlich keine richtige Lindenstraßenfolge ist und doch eine richtige Lindenstraßenfolge. Mit Lindenstraßen-Schauspielern in der Lindenstraße spielt, in den Wohnungen unserer Stars spielt, unserer Figuren spielt. Und die wurde produziert als Übung von der KHM, hier zusammen mit dem WDR, die Kunsthochschule für Medien in Köln. Eine Gruppe von Studenten hat das Buch geschrieben, hat sie inszeniert, die Folge, und die Lindenstraßen-Schauspieler haben gute Miene zum finsteren Spiel gemacht. Die Folge heißt Finstere Weihnacht. Nach dieser Folge können wir darüber nachdenken, ob sowas Sinn macht, ob sowas schön ist, ob es Ihnen gefallen hat. Und vor allem können die Studenten Ihnen sagen, wie das alles entstanden ist. Viel Spaß zur finsteren Weihnacht. Ja, liebe Zuschauer, die haben natürlich nicht ernst gemacht. Das Ganze war eine Übung für die Kunsthochschule Medien in Köln. 8 Studenten haben Regie und Buch geschrieben und wir haben alle überlebt und auch die Lindenstraße hat überlebt und wir haben eigentlich nur ein bisschen Agitation machen wollen bei dieser Übung, nämlich für den Atomausstieg werben, der ja mal von Schröders Regierung pünktlich festgelegt worden ist und nun in der Diskussion ist, dass er verlängert wird. Bevor ich Ihnen hier die Genossen vorstelle, die dabei waren, trinken wir doch wirklich mal auf den Atomausstieg, dass er pünktlich stattfindet. Herzlich willkommen Carmen Losmann, herzlich willkommen Markus Bartus, Irene Gräf und Martin Hasenöhr. Auf den Atomausstieg. Was hat euch denn bewogen, da zu mir ins Seminar zu kommen? Also ich muss vielleicht noch zur Erklärung sagen, dass diese Übung unter meiner Führung stand. Ich habe das mit den Studenten entwickelt. Und die Hochschulführung hat also gesagt, Herr Geisendorfer kommt da hin und ihr konntet euch da freiwillig bewerben, in dieses Seminar reinzukommen. Was hat dich denn bewogen, da mitzumachen? Praxis wollte ich machen. Es war halt so ein Angebot, professionell zu arbeiten. Es war irgendwie sehr vielversprechend und man konnte drehen. Das war also für mich der Hauptgrund zumindest, so, dass so in dieser Ferne ein fertiges Projekt da geplant war. Träumt ihr nicht alle irgendwie von dem 90-Minüter, dem Einzelfilm? Oder ist die Serie auch eine durchaus adäquate Kunstform, in der man sich als Filmemacher verwirklichen kann? Ja, natürlich gibt es den Traum von dem 90er. Natürlich gibt es den Traum, sein eigenes Ding so durchzusetzen. Aber es war klasse, so das kennenzulernen, dass hier die ganzen Leute, die Produktionsweise, die Figuren, die so eine ewig lange Geschichte haben, was ja auch spannend ist, die
ich fand super, mal diese Seite kennenzulernen, weil das was war, was in meiner bisherigen Laufbahn, wenn man so will, überhaupt noch nicht vorgekommen ist, mit so vielen Leuten unter so strengen Regeln auch zu arbeiten. Das war schön. Prima, also bei dir war es der Professionalismus, den du erwartet hast, dass du den angeboten bekommst, also unter ganz normalen Stressbedingungen, wie so eine Serie entsteht, selber dich bewähren zu müssen. Ja. Und jetzt sag du bitte, Irene, dass es dir die Inhalte wert waren, ja, dass du die Lindenstraße fanmäßig begleitet hast und unbedingt mal dabei sein wolltest und sagen wolltest, was Frau Beimer jetzt genau sie tut und wann sie ihr Spiegelei bekommt. Was mich sehr gereizt hat, war einmal wirklich zu schreiben und zu drehen, aber jetzt nicht meine Geschichte, sondern wirklich was zu machen, wo man eigentlich ja eben schon ein Produkt herstellt einerseits und trotzdem hat das auch ganz große Freiräume wieder zu bieten, bestimmten Problemen auf den Grund zu gehen. Ich fand die Idee sehr witzig, ne, mit diesen Atomkraftwerken. Und was mich sehr gereizt hat, war auch bei einem Serienformat, dass man mit Schauspielern zu tun hat, die die Figuren eigentlich besser kennen als du als Regie. Denn du kommst ja vorbei, die kennen ihre Rollen seit 20 Jahren und trotzdem mit ihnen was zu arbeiten, was für die Szene passt, die du geschrieben hast. Also diese Mischform fand ich sehr spannend. Und eben auch am Set schon den Schnitt auch festzulegen. Also wirklich in der kurzen Zeit, von der Probe bis zur Kamerainszenierung bis hin zum Schnitt, alles fertig zu bekommen. Und das fand ich eine ganz, ganz tolle Herausforderung. Vorher noch Adrenalin nie gemacht. Adrenalin pur, ich habe es vorher noch nie gemacht. Ich bin unglaublich viel gerannt zwischen Schauspielern dem Regiepult, wo man über Kopfhörer sprechen muss. Und es war wirklich ein richtiger Thrill. Aber genau das fand ich so schön daran, dass man wirklich unglaublich in Bewegung ist. Und ich muss aber auch sagen, wir haben uns ja hier zusammen als Studenten vorbereitet, ne? Dieses Gänge ablaufen, also es war schon auch echt Vorbereitung, sich das so genau zu überlegen. Auch dieses passgerecht fertig werden, die Szene muss 1,20 lang werden. Bei einem Einzelstück hat man das in der Form nicht. Und, das kann man noch manipulieren. Ne? Ja, Timing ist eine ganz wichtige Voraussetzung bei der Serie. Markus, wie stehst du denn persönlich zu dem politischen Inhalt dieser Serie? Also das Abschalten oder nicht abschalten, die Atommeiler? Das war ja eine Sache, die schwierig war in der Entwicklung. Wir haben da ja sehr lange inhaltlich diskutiert, zusammen alle im Seminar. Und ich glaube, wir waren uns alle einig, dass wir einerseits absolut Sympathie haben für die Inhalte dieser Öko-Aktivisten, will ich jetzt mal lieber sagen, als Terroristen. Und andererseits uns natürlich allen klar war, dass es schwierig sein wird, diese Sympathie rüberzubringen für Leute, die mit solch gewalttätigen Mitteln versuchen, diese Inhalte zu verwirklichen oder voranzutreiben. Ich glaube aber, dass es uns ganz gut gelungen ist, auch über die Gespräche jetzt der Lindenstraßenbewohner schon dieses Thema von den beiden Seiten zu beleuchten, dass es einfach ein Problem ist, das wir wahrnehmen müssen, weil wir diese Rohstoffe nicht haben und weil wir einfach auf der Welt jetzt schon und sehr bald noch ein viel größeres Problem haben werden mit der Energieversorgung und dass wirklich was getan werden muss, dass man natürlich dafür zu solch drastischen Mitteln nicht greifen sollte, ist, glaube ich, jedem klar. Aber ich hoffe, wir haben trotzdem ein bisschen Verständnis für solche Inhalte da geweckt. Wie ist denn das, Carmen, wenn du jetzt dein Examen hast, deinen Abschlussfilm gemacht hast und in den Beruf gehst? Hat man da als junger Student oder beziehungsweise junger Filmemacher dann so die Botschaft rüberzubringen? Also beispielsweise hier die politische Botschaft, Atom ist gefährlich. Oder ist dir eigentlich ziemlich wurscht, was du tust und freust dich einfach auf den ersten Auftrag, egal welche Inhalte du magst? Also für mich persönlich ist das anders. Deswegen war das für mich auch ein Beweggrund, gerade bei der Lindenstraße mitzumachen, weil die Lindenstraße sehe ich ja schon noch als, ich sag mal, weitesten Sinne politische Serie begreift und ganz oft ja auch Sachen angestoßen hat, die dann in eine gesellschaftliche Diskussion gekommen sind und immer wieder diese aktuellen Themen auch aufgreift. Gerade eben geht es, glaube ich, auch um Zwangsprostitution und das hat mich schon gereizt, dass auch klar war, wir machen hier auch Inhalte. Also es geht nicht darum, ein bisschen heile Welt und tralala zu zeigen. Und ich finde das auch für mich ziemlich wichtig später. Also darum will ich Film machen. Also für mich hat Film ist immer noch ein Medium, auch das eine gesellschaftliche Relevanz spiegeln soll. Und da muss man auch eine Leidenschaft, finde ich, dafür haben und nicht einfach sagen, ich mache, was kommt. Ist die Serie generell, die Frage geht an euch alle, ein geeignetes Mittel, um gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken oder politische Botschaften zu geben? Oder ist es eigentlich wirklich die einzige Aufgabe, einer Fernsehserie zu unterhalten?
Also vielleicht ist Veränderungen ein bisschen viel. Ja, kann das überhaupt? Aber das ich denke, Diskussionen oder Einblicke, Horizonte klären auf jeden Fall. Und ich finde es eigentlich auch schon, dass die Lindenstraße das tut, weil es wenige tun. Natürlich kann man nur unterhalten. Aber ich finde es sehr spannend, wie gut es recherchiert ist, dass Themen eben wirklich ernsthaft angegangen werden. Und ich glaube, es kann auch einfach Informationen geben, die der Zuschauer so nicht hat. Ne? Es kann einfach so emotionale Hintergründe klar machen und eben Sachinformationen geben, die man nicht hat, zur Gehörlosigkeit oder zur Zwangsprostitution. Und das finde ich spannend. Ich finde auch, man sollte nicht immer so die Schere aufmachen zwischen hier ist Unterhaltung und hier ist, ich sag mal, im weitesten Sinne Inhalt, sondern das kann man doch auch verknüpfen. Ja. Also ich finde es auch schade, dass man Unterhaltung immer mit, ich sag mal, seicht oder Belanglosigkeiten verbindet. Eigentlich tut man der Unterhaltung Unrecht. Ich finde die Lindenstraße auch unterhaltend. Ich will auch unterhaltende Filme machen, auch wenn sie was zu sagen haben. Wir haben dieses Experiment uns vorzuzeigen getraut. Ich hoffe, wir haben sie nicht gelangweilt. Ich hoffe, es war für Sie interessant, ein bisschen Einblick zu kriegen, wie wird man Filme machen, welche Wege sind da zu gehen, welche Gedanken haben die jungen Leute. Jetzt kommt aber nur noch Lindenstraße pur, die 10 schönsten Folgen aus der Geschichte der Lindenstraße, die alle zu Weihnachten spielen. Sie als Fan wissen natürlich, dass es da so zugeht wie in vielen deutschen Traditionsfamilien, dass man sich um den Christbaum streitet, dass man sich gegenseitig Ohrfeigen austeilt beim Geschenke übergeben. Es geht manchmal hart und rau zu, aber als letztes bleibt es doch immer ein Fest der Liebe. Jedenfalls hat Lindenstraße sich dazu immer bekannt, dass Weihnachten schon seinen Sinn hat. Wir machen neben den Filmen, gibt es einen Gedichtwettbewerb, der schon seit einigen Wochen im Internet, auf unserer Homepage gelaufen ist und ausgeschrieben worden ist. Da kann ich zu sagen, die ganze Sendung wird von unseren Redaktionen, von unserer Redakteurin, von der Nathalie begleitet. Sie können sich also im Internet bei der Lindenstraßen-Homepage auch aktiv und interaktiv betätigen. Wir hoffen, dass Sie da rege Gebrauch machen und die 3 Gewinner dieses Wettbewerbs werden heute Abend vorgestellt und die Gedichte von unseren Stars verlesen. Dann gibt es ein Drehbuch im Netz, nämlich die Folge 891 von Irene Fischer. Irene Fischer ist auch Schauspielerin und Autorin seit vielen Jahren. Da können Sie, wenn die Folge dann läuft, können Sie, wenn Sie wollen, mit Ihrem Laptop vor dem Fernseher sitzen oder wie immer Sie sich das technisch einrichten und gleichzeitig zum Film das Drehbuch verfolgen. Was ist denn da wirklich draus gemacht worden? Was steht im Buch? Was sehe ich auf der Leinwand bzw. auf Ihrem Monitor? Und als drittes und wirklich eine tolle Sache, wir haben uns von einem wichtigen Teil getrennt, beziehungsweise wir werden uns diese Nacht von einem wichtigen Kultobjekt trennen. Was das genau ist, das werden wir Ihnen im Anschluss an die nächste Folge zeigen. Jedenfalls ein Gegenstand, der sehr viel in der Lindenstraße dabei war, sehr oft dabei war, sehr wichtig ist und angenehme Töne von sich gibt. Ich darf Sie jetzt zur ersten Weihnachtsfolge, die Lindenstraße produziert hat, die Folge Nummer 4, die ist am 29.12.1985 gesendet worden und ich habe damals sowohl das Buch mit Barbara Piazza als auch die Regie ganz alleine gemacht. Sie sehen die Folge Nummer 4 und achten Sie mal drauf, wie die Unterschiede zur Weihnachtsfolge sein werden, die Sie dann in 2 Tagen am Heiligen Abend sehen. Viel Vergnügen. Ja, liebe Zuschauer, das war die allererste Weihnachtsfolge, die in diesen Studios hier beim WDR gedreht worden ist unter meiner Regie. Deswegen war sie natürlich auch ganz besonders gut. Und ich habe die große Ehre, Ihnen eine ganze Reihe von Mitarbeitern vorzustellen und Schauspielern, die bei dieser Folge dabei waren. Ganz voran natürlich unsere Mutter Beimer, die damals auch erst 4 Sendungen hatte, aber man hat schon gemerkt, irgendwie klappt das mit ihr und ihren schwarzen Raben. Wenn sie mal vergessen ist, die schwarzen Raben werden mit Sicherheit nicht vergessen, aber dazu kommen wir noch gleich. Dann Hans-Joachim Hermann Luger, den ich einfach immer nur Hans nenne, weil er einfach den Hans Beimer so überzeugend spielt, dass ich ihn gebeten habe, mir das verzeihen, ihn mit seinem Rollennamen anzureden. Willkommen, Joachim Hermann. Ja, danke. Und lieber Klausi und Moritz Sachs, bei dem habe ich es gelernt, der hat mir irgendwann mal auf die Finger gedreht und hat gesagt, ich bin nicht Klaus und schon gar nicht Klausi, sondern ich bin Moritz Sachs. Herzlich willkommen. Und ganz, ganz besonders freut es mich, dass ich die Selma mal wieder sehe. Ich habe dich seit
wir uns filmisch verabschiedet haben und ein trauriges Ende damals als Filmkind in der Rolle der Maike Schildknecht, habe ich dich eigentlich nicht mehr gesehen. Es mag mal sein in der Straßenbahn, aber du bist so schön geworden. Du warst damals auch schon so schön, ich habe dich nicht erkannt. Und ich hätte dich nicht erkannt. Herzlich willkommen, Selma. Wir sind sehr neugierig, ein bisschen was von dir zu hören. Und neben ihr sitzt mein alter Liebling, mein eigentliches weibliches alter Ego. So wollte ich eigentlich mal sein, wie ich jung war und auch wie so wild wie Chris Barnstig. Und die Leibhaftige, die sie gespielt hat, kann man wirklich sagen, Silke Wülfing hat die Seele rausgelassen vor der Kamera, innerhalb eines Korsetts an der Figur. Wie hast du das geschafft damals? Du warst ja kein Profi. Wie, ich war kein Profi? Ja, du hast keine Schauspielschule. Natürlich, gehabt. Ich habe in Salzburg 3 Jahre Schauspiel studiert und habe vorher die Wupper gemacht mit Herrn Flimm als Verfilmung und dann bei euch angefangen. Ist das wahr? Habe ich das alles vergessen? Du hast das alles vergessen. Oder warst du... Aber ich könnte jetzt auch alles Mögliche erzählen. Ist auch nicht schlecht. Ja, aber das haben wir uns ja gewöhnt, dass wir uns ab und zu mal ein bisschen was erzählen, was dann nicht ganz der Wahrheit entstimmt. Wie haben wir das genannt früher? Erweiterung der Wahrheit. Da war ich schon weg. Da war das habe ich nicht mehr mitbekommen. Wie war denn das? Ich meine, ich erinnere mich, dass wir so viel Zeit hatten in so einer Folge, die ja eigentlich nur damals auch nur 28-30 dauern durfte, also 28 Minuten 30 Sekunden, dass wir da ein ganzes Lied mit einer Art Sprechgesang ohne Schnitt singen konnten. Der Take war ja alleine schon 2,5 Minuten. Erinnerst du dich noch? Ja, da ich kann ja nicht singen, also musste ich sprechen. Ich erinnere mich aber sehr genau, dass das überhaupt nicht vorgesehen war, dass du bei mir in die Garderobe rauschtest, mir den Text hinlegtest und sagtest, das singst du gleich. Und da habe ich gedacht, ich mache bestimmt viel, aber definitiv nicht singen. Dann sprichst du es halt. Ja, und so ist das entstanden. Also ich hatte wenig Zeit, vielleicht 40 Minuten, 50 vielleicht vorher. Ja, da hat man dann vielleicht doch gemerkt, dass du tatsächlich auf einer Schauspielschule warst, weil du hast es wirklich umgesetzt. Wart ihr eigentlich mal zusammen vor der Kamera oder war das immer getrennt? Haben wir auch gerade in der Maske überlegt, aber ich glaube meine nicht. Wir haben uns wohl hier gesehen, ne? In den. Habt ihr euch in der Zwischenzeit, Ex-Lindenstraßenzeit, mal gesehen? Nee. Freundschaftlich oder? Was magst du eigentlich jetzt? Ich spiele Theater. Du spielst Theater und wo? Also ich war 4 Jahre fest an Stadttheatern und bin jetzt seit 3 Jahren frei und habe jetzt hier in Köln gespielt am Theater am Dom und habe jetzt eine Tournee gemacht und jetzt bin ich gerade fertig. Schade, sonst hätten wir ja auch sagen können, wo du mit der Tournee irgendwie morgen bist, in welcher Stadt oder? Ja, ich mache jetzt gerade mein erstes eigenes Projekt, endlich mal einen Chansonabend, weil ich das schon lange vorhatte mit einer Kollegin zusammen. Ah, du singst ein bisschen? Ja. Mit Gitarre? Nee, ohne Gitarre. Weihnachtslieder. Vielleicht kann ich das Stichwort also Singen, Gitarre gleich mal aufgreifen, weil irgendwann bin ich verpflichtet, Ihnen, und das mache ich mit großer Freude, diese Gitarre ans Herz zu legen. Also da sind wir ja zu Hause, liebe Zuschauer. Und diese Gitarre wird im Laufe dieser Sendung vor der Kamera und hinter der Kamera von allen Schauspielern, die mitwirken, Hans signiert gewissermaßen. Es wird also ein Kultstück, es ist bereits ein Kultstück, weil es ist die Gitarre von Hans Beimer. Vater Beimer macht darauf ab und zu mal Weihnachtsmusik. Telemann, den wir ja alle so hassen und lieben. Und der in dieser Folge am Ende, wenn ich mich recht erinnere, ja auch tatsächlich zum Klingen kam, also die Sie gerade gesehen haben in der Folge 4. Diese Gitarre bitte ich euch jetzt auch schon anzufangen, mit Autogrammen zu versehen. Und das Tollste an dieser Gitarre ist, Sie können sie für einen guten Zweck ersteigern. Wie das geht, erfahren Sie über die Lindenstraße-Webseite www.lindenstraße.de. So, während die Herrschaften jetzt hier fleißig zeichnen, nochmal zu Selma. Wenn du jetzt wieder Profi bist, du bist nicht mehr im Fach, ne? Du hast jetzt 2 strahlende Boys, die ich gerade sehen durfte. Es ist ein Mädchen und ein Junge. Ja, konnte man nicht so auf Anhieb klar feststellen, dafür sind wir noch ein bisschen zu klein. Na, ich habe ja dann einen zweiten Beruf. Ich bin ja Schreiner geworden. Das habe ich mitgekriegt, ja. Und habe die Schreiner. Was ich mache, das ist Performance. Ich schreibe eigene Texte. Ich arbeite mit bildenden Künstlern zusammen. Und da spiele ich. Ist da irgendwas, wo man sagen kann, am 1. Januar oder am 38. Also im Moment nicht. Im Moment nicht. Das ist, aber sagst du uns Bescheid? Würde ich Bescheid sagen, klar. Und Klaus bzw. Moritz, wie hält man das denn aus mit 2 so dominanten Figuren, als kleines Kind groß zu werden, erwachsen zu werden,
Die beiden sind ja nun und sind es auch heute noch wirklich Zentrum der Serie. Und da muss man als Kind doch irgendwie das Gefühl haben, ich bin ja eigentlich gar nicht gesehen. Nein, als Kind bist du ja eh nicht so viel dabei, aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen und so weiter. Und wenn ich da war, wurde ich immer auf Händen getragen. Also das war am Anfang jedenfalls unproblematisch. Wenn man dann anfängt, als Teenie sich freizustrampeln, dann kommt es zu Reibereien, das ist normal, aber nicht, eigentlich nicht am Set, was uns betroffen hätte. Und ihr habt auch nie das Gefühl gehabt, dass das so ein alter Schauspielerspruch ist, mit Kindern und Hunden spiele ich nicht, weil die stellen mir die Show. Nee. Und sie hatten ja vor allem Kind und Hund an der Backe. Der Hund war ja auch eine Sache. Ja. Ja, der Hund, der war ja, also der hatte ja wirklich Star-Status, der kam ja aus München eingeflogen. Und wenn der Hund am Set war, da mussten alle ganz leise sein. Aber also wenn wir nix probierten, dann wurde geredet, gemacht, konzentrier dich, wo du willst. Und wenn der Hund da war, pssst, du, der Hund. Aber er konnte nichts. Aber ich erinnere mich noch daran, das war ja enorm textlastig damals teilweise. Und wir hatten wirklich viel auszuspucken und hatten natürlich die Aktionen alle zu bedenken, die wir zu tun haben. Und das war nicht stressfrei, das ist keine Frage. Du wirst mir jetzt verzeihen, wenn ich an den größten Stress, den wir beide als Partner mal hatten vom Drehen, anschließend an diese Folge, wo die zwei Kinder... die zwei Kinder nach Hause bringst und Mutter Beimer ein Weihnachtsgeschenk machst mit den zwei fürsorglichen oder zu befürsorgenden Kindern, dann gab es eine Folge, eine, zwei danach, wo du Märchen erzählen solltest und wo die Kinder dir zuhören wolltest. Die Kinder waren sehr unkonzentriert, ich wollte euch aber alle drei immer im Bild haben und du musstest immer wieder anfangen, weil eines der Kinder in die Kamera geguckt hat. Ja, das stimmt. Bist du wirklich einem Nervenzusammenbruch nahe warst und sagst, ja, ich kann nichts mehr spielen, ich bin kein Schauspieler mehr, ich bin auf dem Grund meiner Hose angekommen, nimm die Kinder weg und lass es mal ohne Kinder. Aber das darf ich die Geschichte auch noch aus meiner Version erzählen. Das war nämlich so, dass du gesagt hast, pass mal auf, wir probieren das mal ein, zweimal, Ruhe, ein, zweimal probieren wir es mit den Kindern. Wenn das nicht geht, dann nehmen wir die Kinder raus und du sprichst es in ein Kissen. Was hast du gemacht? Nichts hat er gemacht. Die ganze Zeit hat er mich mit den Kindern spielen lassen. Ja. Die haben die Geschichte zum vierten, zum fünften, zum sechsten Mal gehört und hat sich natürlich einen Scheißdreck interessiert dafür. Und war das so langweilig mittlerweile, dass die natürlich sonst wohin geguckt haben, nur nicht mehr zu mir. Da sagt er zu mir, das musst du intensiver spielen. Die müssen mir zuhören. Ja? Und das war, und da bin ich damals wutentbrannt zu ihm rein und habe gesagt, verstehst du, was hast du mit mir gemacht? Ja. Das war ein großes Zerwürfnis zwischen uns, hat lange gedauert, bis wir das wieder eingerenkt haben. Ja, aber wir waren Profi genug. Wir waren Profi genug, um daraus zu lernen. Ja. Und auf meine Kosten. Ja, auch meine schon auch ein bisschen. Aber weil wir haben ja dann Überstunden gebraucht und das waren dann meine Kosten. Aber trotzdem, das ist das Stichwort, das betont werden sollte gerade, ist das Lernen. Wenn man so lange miteinander war, auch ob das ein schneller Schnitt, langsamer Schnitt ist und so. Wir haben alle die Gelegenheit gehabt und die beiden Damen, die uns frühzeitig verließen, da will ich dann noch wissen, warum. Aber die beiden Damen haben diesen Genuss nicht gehabt. Wir sind so lange zusammen, wir vier hier. Wir haben so viel Abenteuer, Emotionen und Schmerz und Herz miteinander ausgetauscht und haben jedes Mal unser Handwerk verfeinert. Das wage ich zu sagen. Ihr seid eine tolle Truppe und das will ich die Gitarre, weil ich die auch noch zeichnen will. Und da sollen wir jetzt doch bitte die... schonen, bitte. Mit Originalmarke von Klein Klausi. Klausi, hast du die Selma noch mal gesehen? Nein, wir haben uns auch noch nicht gesehen. Wie kommt das, dass du so total verschwunden bist? Kommst jetzt mal öfter ein bisschen uns besuchen? Das wollte ich ja noch wissen. Du konntest ja nichts für. Du wolltest ja bleiben, aber du hast dieses wunderbare... diese Information spielen dürfen. Ein Kind Krebs und bist halt leider gestorben als Figur. Du hast das toll gemacht. Ich weiß noch, wie wir das mit Gottfried Griese, wie wir dieses Buch gemacht haben für den Kolibri, den Kleinen, der gegen die Sonne fliegt. Ja. Für dich im Sterbebett quasi. Das waren tolle emotionale Sachen und ich glaube, der Zuschauer erinnert sich auch dran, wenn er so alt ist wie wir. Also es ist ja ganz irre, wie lange einen sowas verfolgt. Das hätte ich also damals als Kind sowieso überhaupt gar nicht gedacht. Aber mir geht es jetzt noch so. Ich habe neulich eine Vorstellung gespielt, vor zwei Wochen oder so. Und da kam ein Zuschauer hinterher zu mir mit einem Lindenstraßenbuch und hat mich gebeten, darin zu unterschreiben. Und hat dann mir dann gesagt, ja, man kennt sie doch noch und der Name und die Lindenstraße. Das ist für mich so irre, weil ich meine, das ist ja 20 Jahre her. Das ist ja, ich meine, ich war ja ein Kind. Das ist so, also, dass das so... Du warst ein Liebeskerlchen. Aber die Zeit rennt, deswegen entschuldige, wenn ich ganz kurz noch zu Silke rübergehe. Bei dir war es ja ein ganz anderer Grund. Da war es ja nicht die Geschichte, sondern du standst, wenn ich mich recht erinnere, irgendwann mal vor mir und sagst, Hans, ich heirate jetzt, ich muss gehen. Bevor ich den kennengelernt habe, habe ich
schon gesagt, dass ich habe ja schnell geheiratet, kennengelernt, 3 Monate später geheiratet. Und kurz davor hatte ich mich entschieden, nur die ersten 2 Jahre, also nur das 2. Jahr noch zu beenden. Ich hatte Probleme damals, und zwar Probleme mit der Popularität. Ich bin danach eine Anonymer geworden. Mich kennen vielleicht die Leute, weil ich Silke Wülfing bin, aber mich kennt keiner mehr, weil ich in einer Fernsehserie gespielt habe. Auch das hat erstaunlicherweise sehr lange gedauert, als ich meine Schreinerlehre machen wollte. In wie viel Schreinereien ich stand, die sagten, geh doch ins Fernsehen zurück. Was willst du hier? Das war nicht lustig. Also nicht, du hast nicht deswegen die Tarnkappe aufgesetzt. Das ist mein Lieblingshut. Ja, und ich war, also für mich war das schon so, dass ich dachte, boah, ist das deine Welt? Auf der Straße angesprochen zu werden und natürlich freundlich zu sein, weil die wollen ja nichts Böses, ne? Das ist ja, und ich war damals, glaube ich, mit der Entscheidung sehr froh, ohne zu wissen, was alles noch passieren würde, dass ich gesagt habe, ich mache diesen zweiten Beruf, ich tue was, und das ist 19 Jahre her, dass ich aufgehört habe. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ne? Ihr seht, liebe Fans, noch ist es ja sehr früh am Abend. Ich freue mich, wenn ihr das Gespräch ausgehalten habt und jetzt auch die nächste Folge seht. Ich darf euch ankündigen, dass es jetzt O Tannenbaum heißt, nämlich die Folge 108, die am 27.12.1987 das erste Mal gezeigt worden ist. Viel Vergnügen bei O Tannenbaum, O Tannenbaum. Das war also die Folge 108, ausgestrahlt am 27. Dezember 1987. Mitgewirkt haben da eine ganze Menge Leute, die auch teilweise heute noch dabei sind. Und ich darf 3 von den aktiven Schauspielern, die damals dabei waren, und einen, der noch aktiv ist, hier herzlich in dieser Runde begrüßen. Herzlich willkommen Dagmar Hessenland als Elisabeth Dressler und die Mutter von Carsten Flöter. Den Ludwig Haas, der Ludwig Dressler seit 21 Jahren spielt, vom ersten Tag an dabei. Und Marcel Comisin, der damals 8 war, wie wir die Folge gedreht haben. Mhm. Und jetzt als 27-jähriger erwachsener Mensch mir hier gegenüber sitzt. Ich freue mich richtig, dass du da bist. Ich habe dich lange nicht gesehen. Und bin jetzt wahnsinnig neugierig, was du in all diesen vielen Jahren erlebt und gedacht hast und getan hast, was du jetzt gerade magst, aber auch wie die Erinnerung an diese Drehzeit, wo du ja noch wirklich Kind warst, sich bei dir festgesetzt hat. Ja, es ist ja jetzt lange her. Mit 16 bin ich ausgestiegen. Das sind jetzt, also meine ganze Jugend habe ich ja hier verbracht sozusagen. Und im Laufe der Zeit hat sich, glaube ich, vieles dann wieder nach hinten verlagert. Und jetzt, wo ich auch die alten Folgen wieder gesehen habe, das ist schon viel Erinnerung, die da drin steckt. Und ich erinnere mich sehr gern zurück. Ja. Hat dich die Lindenstraße irgendwie geprägt? Oder doch, meinst sehr, du, sie hat sehr, dich erzogen? Ja. Doch, sehr. Mehr als ich dachte, glaube ich. Zwischendurch, besonders als ich rausgegangen bin, so als junger Mensch dann, 16, 17, 18, habe das mich andersweitig orientiert, habe eine Ausbildung gemacht dann. Und, Ausbildung in was? Als Industriekaufmann. Als Industriekaufmann. Industriekaufmann, ja. Hab da auch gearbeitet und dann halt mich weiter durchgeschlagen sozusagen, hab da ein bisschen gejobbt, ein bisschen gelebt, und um dann wieder der Branche zurückzukehren, in die Aufnahmeleitung, also die Fronten gewechselt sozusagen. Ja, und hab da auch wirklich gespürt, was ich daraus gelehrt habe. Also diese Teamfähigkeit besonders teil, also auch sehr die Disziplin, die man dafür braucht, und auch die Belastbarkeit, Flexibilität, die ich ja wirklich schon damals als kleines Kind gelernt habe. Hat es für dich ganz persönlich eine Menge Sinn gemacht, dass du als Kind, als Kinderdarsteller damals ein bisschen belastet worden bist neben der Schule. Ja. Und da hast du es nicht bereut. Nee, das auf keinen Fall. Ich finde es ja toll, dass du zurückgekommen bist in die Branche, in das Handwerk. Und du bist jetzt Aufnahmeleiter. Ja. Freier oder bist du irgendwo fest angestellt? Nee, freier. Freier. Und es geht ganz gut? Doch, es liegt jetzt so in den Startlöchern alles so. Also es kommt jetzt immer mehr und mehr im Laufe der Zeit.
mal gute, mal schlechte Zeiten, ich glaube, wie das halt so ist. Ich finde das ja wirklich prima. Du hast dich auch unheimlich gut entwickelt. Ich meine, ich erinnere mich damals, ich habe ja auch Regie mit dir gemacht, beziehungsweise die Bücher für dich mitgeschrieben, und damals warst du ein ziemlich schüchterner Junge. Du konntest kaum den Mund aufmachen. Ja. Auch beim Drehen musste man dir sagen, mach doch mal wirklich, red doch mal deutlich. Ja. Jetzt sitzt du hier und vor laufenden Kameras und redest frisch frei von der Leber weg. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit, uns zu unterhalten, aber ich wollte jetzt ganz schnell mal zu der Dagmar rüber gucken, die schöner ist als je zuvor. Ich bedanke mich sehr. Ich freue mich irre, dass du da bist. Ich darf das jetzt heute Abend nicht so oft sagen, weil ich freue mich ja über jeden, der da ist, von den ehemaligen. Ja, ist auch schön. Und bin dir ja ein paar Mal begegnet in der Zwischenzeit. Du spielst viel Theater, du magst Tourneen. Und wie hältst du dich so charmant jung? Oh, darauf kann ich gar nicht antworten. Das kommt vielleicht von innen. Ich will mal kurz sagen, was ich gemacht habe. Also, ich bin aus der Lindenstraße rausgegangen und dachte, dass ich erstmal sehr viel Theater spielen will wieder, und aber habe geglaubt, dass ich irgendwann die Zeit reif ist, dass ich vielleicht mal schöne Fernsehspiele machen kann. Und das war aber nicht der Fall. Erstmal hat die Lindenstraße mir 2 Jahre noch richtig nachgehangen. Und dann, wie nachgehangen? Negativ nachgehangen? Ja, negativ. Die haben mich doch immer als ich glaube sogar als zickig empfunden. Also die haben die Figur... Ja, und wenn ich dann an den Dreh kam zu einer anderen, was weiß ich, Fall für zwei oder Bayer auf Rügen oder was ist da alles so. Ne? Ich habe auch mal eine 14-teilige Serie gemacht auf Achse und so weiter. Und da ist es mir manchmal passiert, dass die gesagt haben dann, ach, du bist ja gar nicht so zickig wie in der Lindenstraße. Und da habe ich dann doch gestaunt. Also, aber so, also das ist nicht gekommen, das, was ich mir erhofft habe. Und dann habe ich so nach 7 Jahren oder so, sage ich jetzt mal pauschal, also nach einer ziemlich langen Zeit, habe ich gesagt, da hatte ich dann auch eine Depression, weil ich eben dieses Quäntchen Glück, ich glaube gar nicht mal unbedingt, dass es an meiner Leistung... Mit Sicherheit nicht. Ne? Das weiß man nicht. Also man kommt dann ins große Zweifeln. Und, die Leistung kann ich beurteilen, dein Glück nicht. Danke. Und an der Leistung kann es nicht gelegen haben. Jedenfalls hatte ich das Quäntchen Glück nicht, und dann habe ich gesagt, irgendwas stimmt in deinem Leben nicht. Und dann habe ich mich wirklich entschlossen, und dann bekam ich also für Serien wieder Angebote und so. Und dann hatte ich noch nicht mal zeitgemäße Demos und so, ne, die ich dann dahin geschickt habe. Das habe ich dann also auch nicht getan. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt höre ich das auf zu warten, dass irgendwas kommt, was mich interessiert, wirklich, wirklich interessiert. Ich will nicht sagen, dass das andere mich nicht interessiert hat, aber das, was ich mir erhofft hatte, kam nicht. Und dann habe ich gesagt, Schluss jetzt mit Fernsehen, und jetzt konzentriere ich mich ganz aufs Theater. Das und hatte das große Glück, dass die mich wirklich wollen. Ja. Das große Glück, das muss ich dazu sagen, das ist nicht selbstverständlich. Und habe, was glaube ich für mich selber ganz wichtig ist, Bescheidenheit gelernt. Wirkliche das ist ein schöner, Bescheidenheit. Also wenn man das so sagen kann, ist das ja eine tolle Sache. Und ich finde es ganz toll, dass hier der Marcel sitzt und wirklich viel mitgenommen hat aus der Lindenstraße, Positives. Und dass hier eine professionelle Schauspielerin sitzt, die darunter leiden musste, dass sie 3 Jahre in der Lindenstraße war. Ich weiß Fünf. Ich weiß noch, wie wir uns in der Diskussion, wie du mir gesagt hast, du möchtest gehen, weil du künstlerisch glaubst, die Figuren nicht mehr bereichern zu können. Du hast alle Facetten dieser Figur gespielt. Ja, richtig. Wie ist das denn, Ludwig? Hat sie alle wirklich Facetten dieser Figur gespielt? Als deine damalige Geliebte und Ehefrau? Oh, das oder hättest du dir gewünscht, sie wird noch anders? Das ist also ganz schwer zu beantworten. Also ich kann nur sagen, Fakt ist, dass wir hervorragend zusammen gespielt haben. Mhm. Dagmar ist sehr professionell, und ich glaube, es war immer sehr stimmig. Du hast auch mal gesagt, im Grunde könnte man sogar ein Fernsehspiel, das hast du gesagt, machen, indem man unsere Szenen herausschneidet und daraus
eine Sache macht. Und das ist ja, finde ich, für uns beide ein Riesenlob gewesen. Das weiß ich heute noch. Das ist lange, lange her. Ich bin kein Hellseher. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt hätte oder wie das geworden wäre. Aber die Tatsache ist, dass die Zeit künstlerisch sehr ausgefüllt war. Erinnerst du dich noch an die Beerdigung von... Ja, erinnere ich mich noch. Ja, das. Erinnerst du dich noch, dass sie als Dagmar Hessenland... Dass sie dahinter stand mit dem Bart dran geklebt und guckte sich das an. Warum war das so? Das ist ja eine alte Sitte, dass man möglichst bei seiner Beerdigung, wenn man eine Beerdigung dreht im Fernsehen, dass man dabei ist. Sonst, wenn man nicht dabei ist, dann... Also man liegt auf keinen Fall echt im Sarg. Das meinst du nicht als dabei sein. Aber du meinst als Komparse dabei. Das ist ein Aberglaube, ist das, glaube ich sogar. Dann stirbt man nicht so schnell. Also gleich anschließend oder was auch immer. Das war dein Motiv. Das hat es ja auch schon gegeben, nicht? Ja. Mein Motiv war, dass ich mich im Grunde genommen, und da hat die Karin Herrscher gedreht und die ist darauf eingegangen. Das fand ich ganz, ganz wunderbar. Und du hast es, glaube ich, gar nicht gewusst. Sie haben das alles die Produktion. Hast du es gewusst? Es gibt nichts, was ich nicht weiß. Das magst du wohl recht haben. Jedenfalls, ich wollte mich von mir selber, das war mir ganz wichtig, von mir selber und auch von dem Team so. Ich wollte mich verabschieden. Das tust du jetzt gerade mit diesem Satz leider schon wieder. Wir müssen uns von Dagmar Hessenland verabschieden. Ich darf nochmal ganz herzlich bei euch beiden danken. Ludwig ist ja eigentlich immer Gast bei uns und Sie sehen ihn in den nächsten Folgen in großen Ereignissen. Und ich darf Ihnen jetzt ankündigen, die Folge 212, drei Flaschen Sekt, gesendet am 24.12., also am Heiligen Abend 1989. Der Zorro ist dabei, er ist im Knast, er hat desertiert und sitzt da seine Strafe ab. Er war Deserteur vom Militärdienst und bei Beimers ist die Welt auch nicht so recht in Ordnung. Da sage ich nur dazu, damit Sie es wirklich noch verstehen, wenn Sie sich nicht mehr erinnern. Hans Beimer ist der heimliche Vater von Tom. Viel Spaß. War das 212 und viele Jahre her. Ich hoffe, Sie schlafen jetzt nicht ein. Normalerweise geht man jetzt ins Bett, aber ich bin ziemlich sicher, Sie bleiben uns treu und wach. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Susanne Gannot, die damals mit unserem jungen, strahlenden Griechen verheiratet war und den Vater von unserem lieben Hermes Ololidis, der heute leider nicht da sein kann, weil er schwere Grippe hat, den Kostas Papanastasiou, der lange Jahre bei uns den Wirt gespielt hat und heute noch eigentlich gerne, würde ich sagen, aus dem, wo haben wir dich hingeschickt, nach Volos oder so? Ja, in Griechenland. In Griechenland pflegt er sein Herz und eigentlich soll er das in der Lindenstraße tun, so als Wirt in der Kneipe sitzen, wie die alten Griechen das ja oft machen. Komm ich. Ich möchte nicht vergessen, euch die Gitarre zu geben, wenn Susanne, du so nett bist, da mal ein bisschen dran arbeitest, während ich dich frage. Du bist jetzt Journalistin. Mhm. Hat dir die Zeit in der Lindenstraße da irgendwie geholfen, diesen Beruf zu lieben oder auch richtig gut auszufüllen? Oder war das mehr Zerstreuung? Nee. Also mit der Lindenstraße hat das eigentlich ziemlich wenig zu tun, weil ich schreibe eher über Politik und mache jetzt nicht so Fernseh- oder Medienjournalismus. Vielleicht ein bisschen, weil ich jetzt sozusagen die andere Seite, also ich interviewe jetzt die Leute, während ich früher interviewt wurde. Das hat mir vielleicht schon ein bisschen geholfen, aber eigentlich hat es nichts miteinander zu tun. Die Schauspielerei ist nicht mehr so richtig ersehnt oder würdest du doch lieber sagen, ich gehe noch auf eine Schule und mach das doch noch? Nee. So richtig nicht. Also ganz manchmal bin ich schon ein bisschen wehmütig, weil es ist natürlich ein schöner Beruf. Man lernt interessante Leute kennen, muss nicht so viel arbeiten wie ich. Ich gehe halt morgens um 9 ins Büro bis 6, 7, 8 abends. Das ist natürlich ein anderes Leben. Und dieses Leben als Schauspieler hat mir schon gefallen, aber der Beruf an sich... Also was das Schönste ist, Susanne, die ist ja noch am Leben, die Schwester von Krüger, von Kastenflöter. Bin ich gestorben, ja.
Die ist nicht gestorben. Sie ist irgendwo in der Welt und kann eigentlich auch wieder mal vorbeiflattern. Und wenn es Platz gibt, ist es doch eigentlich ganz schön zu wissen, dass du das gar nicht so ungern tun würdest. Vielleicht ergibt dir deine Zeitung ab und zu mal Urlaub. Könnte sein, und, ja. Lieber Kostas, weißt du, was die schönsten Erinnerungen sind an deine Zeit in der Lindenstraße? So wie du jetzt da sitzt, Gitarre in der Hand, anfängst zu klimpern. Mach das doch mal. Ja, es waren... Der ist Gesang mit... Sehr viele. Mit wunderschöne Elena. Zeiten. Ne? Warte mal, bevor du jetzt in die Tiefe gehst dieses Gesangs, muss ich natürlich die nächste Folge noch ankündigen. Und zwar ist es die Folge 369, Geiz und Wahnsinn. Am 27.12.1992, das erste Mal gesendet. Die Claudia sitzt da ziemlich traurig drin rum, weil der Benny sie verlassen hat. Und auch Franz Schildknecht, zweite Ehe, ist inzwischen gescheitert. Und hören wir noch einen Augenblick zu. Kostas Papanastasio. Ήρθε η ώρα να χωρίσουμε, Τερέζα. Πάψε πια μην κλαις. Τις πληγές μας να χωρίσουμε, Τερέζα. Χίλιες δυο πληγές. Τερέζα, Τερέζα, ήρθε η βροχή. Τερέζα, Τερέζα, κι είσαι μοναχή. Τερέζα, Τερέζα, πόσο σ' αγαπώ. Liebe Zuschauer, das war also 369, auch ganz schön und vor allem sehr tragisch. Und ich möchte doch daran erinnern an die großartige Leistung von Raimund Genzel, der in dieser Folge stirbt, weil ihn keiner reinlässt. So wie es damals mit dem Christuskind ja auch irgendwie passiert ist, das im Stall geendet ist. Nur der ist etwas später ermordet worden. Raimund Genzel wurde von der nicht praktizierten Nächstenliebe seiner Mitmenschen ermordet. Das kleine Lichtzeichen am Ende, Hoffnung, hat die Regisseurin Karin Hercher dazu gemacht, weil es ihr sonst zu traurig gewesen wäre. Gar nicht traurig bin ich über unsere Gäste heute, allen voran Brigitte Annecy, ja. Die Dominique, die lange Jahre bei uns dabei war. Herzlich willkommen. Danke. Knut Hinz. Seit vielen, vielen Jahren ein treuer Stotterer der Serie, einer unserer absolut belastbarsten und wunderbarsten Kollegen. Und neben ihm unsere Lisa, die gerade ja nun politisch sehr kämpferisch tätig ist und zwischen den Welten und Religionen hin und her hüpft, Sontje Peplow. Herzlich willkommen. Meine liebe Brigitte, das letzte Mal haben wir dich gesehen als raffinierte Betrügerin und es ist dir sogar gelungen, die Helga Beimer als Nicht-Kunst-Sachverständnisse über Mitleid und allen möglichen Eitelkeiten ins Verderben zu ziehen. Sitzt du noch im Gefängnis? Also sitzt die Dominique noch im Gefängnis oder ist sie mittlerweile entlassen? Ich glaube, sie sitzt noch da. Wäre schön, dass sie entlassen wird langsam, ja. Das heißt, du würdest gerne entlassen und wieder zu Frau Beimer kommen und sagen, es hat mir so leid getan, ich möchte jetzt wieder die kleine Dominique, die kleine Französin spielen. Ja, ich weiß nicht, ob die kleine Französin noch geht, weil es ist schon auch eine Weile her, aber natürlich würde sie sich sehr gerne entschuldigen. Das war schon. Wie schwer war denn das damals mit dieser Anorexie-Darstellung? Hast du echt gehungert? Ah, ehrlich gesagt, das war gerade auch, also ich war Anfang von 20 und das ist immer so eine schwierige Phase, denke ich mal, auch für junge Mädchen oder angewordene Frauen. Und das hat mich schon ein bisschen angelockt, zu gucken, wie weit kann man auch gehen. Nur das ist auch eigentlich nicht mein Ding. Ich mag zu sehr essen und leben, aber ich glaube, dass ich doch trotzdem unter einem normalen Gewicht gefallen war. Ich bin schon relativ schlank von Natur her, von daher brauche ich einen Tag nicht viel zu essen und dann bin ich schon ein Kilo runter. Das geht sehr schnell, ja. Ja? Sehr schnell, dann ja. Dann beneide ich dich.
Ja, tut mir leid. Danke, Mama. Und du bist jetzt, du hast jetzt ein Kind, ne? Ja, ich habe mittlerweile sogar drei. Der letzte ist gerade vorgestern ein Jahr geworden. Der vierte kommt in 3 Monaten. Ja, die Sachen des Lebens halt. Aber das macht Spaß und das ist auch irgendwie auch ein schönes Schicksal, weil ich hätte nie gedacht, eine Großfamilie zu haben. Und ja, jetzt bin ich damit beschäftigt. Gerade wo ich mir dachte, ach schön, das letzte wird ein Jahr, ich kann wieder an die Arbeit gehen. Jetzt muss ich natürlich noch ein kleines Jahr bestimmt warten. Ich wünsche dir viel Glück und vor allem, dass auch das vierte ein gesundes Baby wird. Ja, und danke. So hübsch wie die Mutter. Danke. Sag mal, Sontje, wenn man, bist ja noch etwas jünger, aber doch jetzt auch frei und Frau. Und wie ist es denn, wenn man so viel arbeitet wie du? Denkt man an Kinder? Da muss erst mal ein Mann da sein, dann kann man über Kinder nachdenken. Und der ist noch nicht da, deswegen denke ich nicht über Kinder nach. Also der, von dem du Kinder haben möchtest, ist genau. Noch nicht da. Nee, also ich möchte schon später eine Familie haben, das auf jeden Fall. Ich habe selber auch 3 Geschwister, also wir sind 4 Kinder zu Hause. Und ich fand dieses Familienleben, dieses große Familienleben immer schön. Und deswegen würde ich später auch gerne eine Familie haben. Und davon kann uns ja der Knut auch noch ein bisschen was erzählen. Ihr habt ja mal ein Verhältnis gehabt. Oh nein. Wurde euch unterstellt. Aber ja. Für den Zuschauer war das doch durchaus möglich, dass da was passiert ist. Also ich fand die Situation ja sehr lustig. Er hat Fußball geguckt mit einer Flasche Bier und Lisa hat sich ausgezogen und er hat nichts davon gemerkt. Durfte, so? Sonst hättest du gerne, ne? Wie ist das denn ausgegangen? Wir haben das irgendwie nicht mehr, jetzt wenn ihr euch begegnet in der Serie, dann hat man von den Verhältnissen eigentlich nichts mehr mit im Hinterkopf. Ja, es ist ja auch lange her. Die Ute, also Bertha kam dazu, als sie gerade mir den neuen Bikini vorführte, so ungefähr. Und das war also natürlich sehr missverständlich, die Situation. Ja, nein, wir haben ja auch inzwischen wieder einen ganz guten, also in der Geschichte einen ganz, ganz guten Kontakt. Ich denke, die Sache ist als Jugendsünde abgehakt. Ja, das ist eine Frage für uns als Autoren und für mich natürlich auch als Produzent und Autor. Wie weit müssen wir die Biografien, die Ereignisse aus der Vergangenheit der einzelnen Figuren in die Gegenwart immer wieder übersetzen? Also was hat die Vergangenheit an Wirkung für die Handlungen, die wir jetzt spielen? Müssen wir zeigen, dass Sontje eigentlich den Mann mal wahnsinnig betrügen wollte und er ihr deswegen aus dem Weg geht, genauso mit deinem Nierenspender, mit Olli? Oder kann man solche Figuren einfach, also solche Ereignisse dann einfach mal vergessen? Du bist lange dabei, was hast du da für ein Empfinden? Na gut, Lindenstraße ist ja eine Serie, die von vielen Zuschauern über lange Zeit verfolgt wird, die das ja mitgekriegt haben, also zum großen Teil. Ich denke nicht, dass man da wieder eine Auffrischung braucht, zu sagen, die müsste eigentlich immer noch mit eingezogenem Kopf an ihm vorbeigehen oder so. Es ist irgendwie, dass er so sagt. Ich denke, das würde zu sehr den Fortgang der Geschichte behindern. Ja. Es würde auch nichts bringen, wenn das jetzt nochmal zur Sprache kommt. Ich meine, sie hat ja andere Dinge auf dem Kerbholz. Ich meine, für mich ist ja auch irgendwie ein Thema, wenn man mal auflisten würde, was wer hier alles an ungeahndeten Geschichten so mit sich rumträgt. Nicht? Ich bin ja auch Mitwisser eines Totschlags. Eigentlich Notwehr, Mann. Notwehr, genau. Ja, gut. Aber die Zuschauer reden von Mord. Ja, 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 ja. Wann wird der Mord an Matthias endlich aufgeklärt? Es ist, mich hat das sehr berührt, diese Folge zu sehen, über die wir ja jetzt, in der wir alle sind. Die wir gerade gesehen haben. Wer da alles schon nicht mehr lebt. Ja. Das hat mich eigentlich am meisten so auf brutale Weise damit konfrontiert, wie die Zeit, wie Zeit einfach vergeht, wie Menschen weg sind. Für mich natürlich am gravierendsten Ute, aber auch der Norbert und Grünebaum und Annemarie und die Gänzel. Tilly Breitenbach. Raimund Gänzel. Mhm. Ah, Norbert, Entschuldigung. Und ich fand, muss das nochmal sagen, in dieser sehr rührigen Folge, die ja sehr
sehr so stimmungsmäßig, wie sagt man, ins Sentiment rutschen kann. Das hat er sehr, und da muss ich vor dem Schauspieler also posthum sagen, Chapeau, ja, also Hut ab, wie unsentimental er das gespielt hat. Sonst wäre es unerträglich gewesen. Also er hat das toll gemacht, das ist so eine Gratwanderung und ja, fand ich. Das ist schön, dass du das nochmal sagst. Ich habe es vorhin einleitend ja schon gesagt, dass ich sehr, sehr glücklich bin, das wieder gesehen zu haben bei der Auswahl dieser Sendung. Und dass Raimund Genzel, der damals ja teilweise kritisiert wurde, als eben nicht so toll, der ist einfach toll. Der hat das wunderbar gemacht und natürlich all die anderen, die nicht mehr dabei sind. Er hat das unsentimental gespielt, er hat es so glaubwürdig gespielt. Mhm. Man kriegt richtig Mitleid mit dem. Und ich möchte auch sagen, die Toten, die in der Folge vorkommen, die sind nicht, weil die Zeit so ist, weil sie alt geworden sind, sondern manche davon sind ja nun wie Ute zum Beispiel und vor allem auch wie Raimund. Viel zu früh gestorben. Raimund war keine 50. Der ist mit 46 oder so über den Jordan. Und ich meine, was die nicht aufgeklärten Verbrechen angeht, da haben wir eine ganze Menge da. Also ihr ist ja nur, sie ist ja, Dominique ist ja gefasst worden. Wir wissen nicht genau, wann sie aus dem Gefängnis entlassen ist. Wahrscheinlich wird sie, wenn sie aus dem Gefängnis raus darf, vielleicht auch wieder mal bei uns vorbeischauen. Gerne. Ich würde es mir sehr wünschen. Ich will jetzt nichts versprechen, aber wir haben am vorigen Marathon oder Kult haben wir gesagt, Zorro kommt wieder. Und siehe da, Sie können sich darauf freuen, er wird im nächsten Jahr feste in die Lindenstraßenereignisse eingreifen. Damit darf ich Ihnen die Folge 421 ankündigen mit dem schönen Titel Mitgefühl. Die ist gesendet worden am zweiten Feiertag 1993 und zwar wie oft bei Beimers mit einem traditionellen Weihnachtsessen, das natürlich nicht so ganz harmonisch läuft. Ich persönlich habe die Streitgespräche am Weihnachten mit Anna und Helga immer sehr genossen und die beiden Schauspielerinnen auch. Gucken Sie mal rein. Bleiben Sie dabei, wenn Sie noch können. Viel Spaß. Ja, das war nun die Folge 421, die wir am 26.12.1993 zum ersten Mal gesendet haben. Und da waren die Eltern Urschulas sehr, sehr wichtig. Zwei Schauspieler, die weit hergereist heute bei uns sind, mit denen wir plaudern werden. Aber bevor ich Ihnen die beiden vorstelle, als den Höhepunkt dieser kleinen Gesprächsrunde, möchte ich den altvertrauten Momo Ihnen zeigen. Moritz Silke, der hier gar nicht so wahnsinnig wichtig ist, aber er hat in dieser Folge natürlich viel Emotionen gelegt, weil er sich in Iffi verliebt hat, was dem Kurt natürlich Spannungen macht. Wir wissen, das hat alles furchtbar tragisch geendet. Iffi, Rebecca, Simonein Barum in aller Schönheit mit diesen wunderbaren goldenen Haaren, herzlich willkommen. Und dann sind wir schon bei Richard Wojtyla, der heute uns ein bisschen was erzählen wird über das Leben in Polen als tatsächlich Ausgewanderter. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind zumindest Teile deiner Familie jetzt in Deutschland. Und ich begrüße ganz herzlich Maria Wachowiak, die damals die Mutter von Urschula gespielt hat und sie auch heute noch spielt, allerdings ein bisschen im Off. Aber vielleicht, liebe Maria, wird es ja auch mal wieder ein On. Stündest du denn noch zur Verfügung? Ja. Ich spiele. Jede Nacht und jede Nein, Tag, nicht, ne? Nicht jede Nacht, nicht jeden Tag, weil ich bin Großmutter geworden und beschäftige mich mit meinem kleinen Jakob. Und wo wohnst du jetzt? In München. In München immer noch. Weiter in München. Du hast damals ein ausländisches Radio gemacht, oder? Ja, ich habe sehr lange in Freies Europa gearbeitet. Das war sehr interessant und sehr wichtig. Bist du eigentlich irgendwie Flüchtling gewesen aus ganz bestimmten Leuten? Ja, darum habe ich die Wanda sehr gut verstanden, weil ich habe ähnliche Situationen gehabt wie sie in dieser Folge. Ihr habt das ja auch damals sehr, sehr authentisch und sehr glaubwürdig gespielt unter der fantastischen Regie von George Moores, der leider auch schon lange tot ist. Richard, deine Tochter ist in Berlin auf der Filmschule, auf der Akademie? Ja, sie hat ein kleines Kurzfilm gedreht über die Liebe in Polen für die Automobile und die Reisen. Und jetzt macht sie in Polen einen Diplomfilm. Auch über Weihnachten in Polen, die ganz anders als hier in Deutschland sind. Wie ist das denn, wenn du jetzt zu uns, also jetzt in diesen Tagen nach Polen zurück wirst? Hättest du da auch noch Schwierigkeiten? Nee, ne?
Ich? Nein, nee. Maria. Nein. Ich habe keine Schwierigkeiten. Du lebst ja in Polen oder lebst du in Deutschland? Seit 25 Jahren in Hamburg. In Hamburg? Ja. Und Berlin, keine Doktor. Sehnsucht in die Heimat, jetzt wo das alles doch offen also, ist und anders ist? Und schlecht zu sagen, ob Sehnsucht. Muss ich. Ich erinnere mich, dass früher die alle Kumpel, die Leute, mit denen ich gespielt habe oder gearbeitet habe, die sind irgendwo weg, die sind aus dem Fenster irgendwo verschwunden. Und darum ist da ganz schwer, jetzt nach Polen zu kommen. Und ja, also nach 15 Minuten kannst du schon alle Themen gesprochen haben. Na, das ist meine Du siehst das aber anders. Ja, ich habe Sehnsucht. Ich fahre sehr oft, für kurze Zeit, aber ich finde immer fantastische Freunde und führe viel Gespräche und gehe zum Theater, zum Kino, polnische Kino. Ich komme nicht nach Polen, ich komme zu meiner Mutter, zu meiner Familie. In Wrocław, in Breslau. Wie ist das bei deinem Vater, Rebecca? Der hat doch jetzt den Zirkus eigentlich dir übergeben. Ne? Mhm. Wer das nicht weiß, aber das wissen alle, die Lindenstraße lieben, dass Rebecca eigentlich ein Zirkuskind ist und dass wir sie eigentlich aus dem Zirkus engagiert haben. Und dass sie heute Geschäftsführerin, künstlerische Leitung und Mutter von so und so vielen Artisten, aber auch eigener Kinder ist. Sag doch mal, wie packst du das alles? Nein, also ich bin noch nicht Chefin. Und solange mein Vater noch auf diesem Erdball laufen wird, wird das wahrscheinlich auch nicht geschehen. Sondern ich bin Juniorchefin, habe viele Betätigungsfelder, über die ich auch verantwortlich bin beim Zirkus. Aber der Vater ist noch da und er ist der große Prinzipal und es wird gemacht, was er sagt. Das ist die Situation Zirkus heute. Wie die Situation ist? Ja, geschäftlich, jetzt mal ganz klar. Hart, aber es war schon immer ein hartes Brot. Und es ist auch nicht einfacher geworden durch die Konjunkturlage. Es ist regional unterschiedlich. Leute sind arbeitslos, Familien haben nicht so viel Geld. Das merkt man natürlich, aber grundsätzlich ist die Faszination Zirkus da als einfach unverwechselbares und einziges Live-Entertainment für die ganze Familie. Und weil ich daran glaube, möchte ich auch nicht an ein Ende denken. Also Zirkus macht auf der einen Seite unheimlich reich und fröhlich und du kannst dir Zeit lassen, die Leute zu verfolgen, überall, was der Artist macht, was der Clown macht. Auf der anderen Seite macht er mich persönlich auch immer so ein klein bisschen traurig. Ja, es kommt darauf an, was gekitzelt wird in deinem Innersten. Jeder ist das Wandern, das nicht stetig sein? Erinnerungen damit. Wahrscheinlich. Ich denke, dass es die Sehnsucht ist, dass Menschen eigentlich, nachdem, dass es ja immer irgendwie weitergehen muss. Und wenn man nicht ständig auf der Reise ist, so wie ich. Ja gut, was macht man dann wahrscheinlich? Du lebst jetzt, sage ich mal, auch eine etwas alternative Lebensform. Du lebst ja auch in so einer Groß-WG. Ja, das ist ja eigentlich das, was ich für uns mache. Zum Glück alleine leben dann auch. Na, also wahrscheinlich. Ich muss die letzte Frage machen, weil sonst ist die Sendung um 6 Uhr früh noch. Und aber sind bestimmt auch die Kindheitserinnerungen, also dass die einen so melancholisch stimmen, das glaube ich schon. Ich denke auch, dass jeder eine andere Kindheitserinnerung hat. Die Kindheitserinnerung, meinst du? Glaube ich, ja. Kann sein. Bei uns war ja Zirkus wirklich eine Sensation. Und die kommen und sind wieder weg und es ist schon so dieses Reisen und so. Wie bei uns in Neustadt-Eichen Zirkus gekommen ist, da war ich beim Aufbau schon da. Ja. Und ich wollte natürlich mitreisen und das war schon eine ganz gewaltige Kulturarbeit, die auch Zirkus geleistet hat. Vor allem in den 50er Jahren, wo du kein Kino hattest, kein Fernsehen, da war Zirkus fast das Einzige. Und wenn der kam und sich angekündigt hat, da bist du ganz schön Schlange gestanden und musstest rechtzeitig deine Tickets kaufen. Und es ist jetzt im Zusammenhang mit Maria und Richard, die mehr als die Hälfte unseres Zirkusvolkes sind ja auch Polen. Also wir haben, ich bin mit ihnen aufgewachsen meine Kinder, ganz Orchester ist aus Polen, ganz genau. Ja, ein bisschen. Und meine Kinderfrau, die mich also betreut hat in Köln die meisten Jahre, also bis zu meinem 16. Lebensjahr, war auch Jadza. Eine Polin und mit der habe ich zusammengelebt. Deswegen habe ich mich auch immer wohlgefühlt mit Maria und Richard beim Dreh und auch als ich die Folge angesehen habe, weil mir die polnische Sprache einfach etwas sehr Warmes ist. Cut, ich muss leider cut. Ich habe schon 23 Winke hier bekommen aus dem Off. Ich habe eine Frage an dich und damit auch an die Zuschauer. Moritz möchte gerne seine Rasterhaare loswerden. Der Zuschauer ist ganz oft sehr gefragt, uns auf der Homepage zu sagen, ertragen wir das? Warum möchtest du sie loswerden?
Oh, ich schwanke ja auch immer. Ich meine, du hast ja dann gesagt, so auch als ich mal damit zu dir kam und meinte, du möchtest das irgendwie gerne, nicht gerne zerstören, diese Silhouette. Und ich schwanke auch immer hin und her. Manchmal will ich, dann will ich wieder nicht. Und dann, ich meine, ich habe jetzt... Wollen wir es vom Votum abhängen lassen von den Fans? Ich habe mal, also bei diversen Veranstaltungen gefragt, mal vorsichtig vorgehorcht, wo der ganze Saal meinte, auf keinen Fall nie. Ja, da bin ich mir nicht sicher, dass die Fans... Ich glaube, ich meine, es ist schon so, da sind schon zwei Seelen in meiner Brust. Ich glaube, dass auch viele... also sich mit mir identifiziert haben oder mit Momo jetzt identifiziert haben, also weil er war schon der Freak und der Dreadträger und so. Und ich werde auch älter. Ich habe jetzt, glaube ich, länger Dreads, als ich keine hatte. Ich glaube, 18 Jahre. Das letzte Mal war ich 1988 beim Friseur. Und man verändert sich natürlich. Und glaube ich, da muss man schon, glaube ich, den Zuschauern auch vielleicht klar machen, dass man sich trotzdem treu bleibt, obwohl man sich verändert. Und, also wir müssen daraus wirklich eine große Geschichte machen, eine Imagegeschichte. Jemand, der sich wieder neu erfindet, der sein Image nicht mehr mag. Ich mag dein Image sehr. Ich mag es auch. Es ist nicht so, liebe Zuschauer, es ist nicht so, dass ich es nicht mögen würde. Ich sage das jetzt wirklich ganz offiziell. Schreiben Sie uns. Ich hoffe, dass Sie meiner Meinung sind, er soll so bleiben, wie er ist. Er kann auch tolle Geschichten mit den Dreads erzählen, aber wenn Sie glauben, es ist auch interessant, eine Geschichte zu schreiben, wo einer neu sich erfindet, wo einer eine neue Identität sucht, weil die alte ihm mit Mörder am Vater und so weiter irgendwie zum Hals raushängt, dann kann man sowas natürlich auch über Äußerlichkeiten anfangen, sagen, ich bin ein neuer Mensch. Neue Menschen sehen Sie in der nächsten Folge nicht, alte Vertraute, alte Kamellen. Die Folge 578, gesendet das erste Mal am 29.12.1996. Viel Spaß. So, liebe Zuschauer, wir haben gerade die 578 gesehen, ja, die am 29.12.96 gesendet worden ist. Alle die Gäste, die wir hier haben, über die ich mich sehr freue, dass sie da sind, sind nicht nur hochkarätig, sondern sie waren tatsächlich auch in der Serie zu sehen und haben mitgespielt. Ganz voran Christoph Wartberg, der viele schöne Zeiten mit uns verbracht hat als der Sohn von Dressler und der auch in dieser Folge ja dem Dressler nur hart zusetzt. Bill Mockridge, ein treuer Ehemann und treuer Mitarbeiter dieser Serie, hat das Glück gehabt, sich in Helga Beimer verlieben zu dürfen. Und ich weiß auch, dass ihr euch privat nicht liebend, aber doch sehr gut versteht. Und die liebe Nika von Altenstädt. Und da bin ich, Altenstadt, da bin ich natürlich am allerneugierigsten. Also was ich sagen muss, ist, dass alle drei nicht nur Schauspieler sind, sondern Kollegen, Regie, Bill Mockridge. Bill Mockridge hat ein eigenes Theater, die Springmaus, ein Improvisationstheater. Das hat er, glaube ich, in Deutschland als allererster eingeführt. Wir haben davon sehr viel gelernt, die Schauspieler haben sehr viel gelernt, dass man auch mal ohne Text weiß, was man zu sagen hat. Christoph Wartberg ist im Hauptberuf Autor. Mittlerweile spielst relativ wenig, aber wir kommen da noch dazu. Und Nika von Altenstadt kann uns ein bisschen verbindlich was erzählen, was eigentlich Till Schweiger so macht, der bei uns ja als Jo Zenker immer noch in Hollywood ist, mittlerweile aber als Till Schweiger, glaube ich, auch wieder sehr viel in Deutschland arbeitet, nach wie vor seine Wurzeln, seine Geburtsstätte als Schauspieler hier in der Lindenstraße nicht verleugnet. Du hast mit ihm mal zusammen gelebt, hast mit ihm gearbeitet, hast, glaube ich, bei Barfuß das Drehbuch mitgeschrieben. Ja, da haben wir, also wir waren insgesamt 5 Autoren und dieses Buch ist durch sehr viele Hände gegangen und jeder hat dran rumgedoktort und wir haben dann die Endfassung zu dritt geschrieben, Till und Jan Preuß und ich. Und du bist mit ihm gut? Ja, also mit dem Buch vielleicht nicht unbedingt, aber mit Till schon. Und du warst eigentlich nie lesbisch, ne? Nee. Kann ja mal sein, dass man da so eine Fahne hat. Naja, ich meine, ich denke noch drüber nach, aber ich glaube nicht. Und das Spiel mit der Tanja, also mit Sibylle, das war aber doch sehr überzeugend. Das war ja auch sehr schön. Also mit Sibylle habe ich mich ja auch sehr gut privat verstanden. Und ich glaube, dass manchmal ist es wahrscheinlich sogar einfacher, mit einer Frau sowas zu spielen, als mit einem Mann. Wo man immer Angst hat, könnte der andere vielleicht denken, dass da tatsächlich Gefühle da sind und so. Und Sibylle und ich waren ja da sehr klar. Wir sind beide nicht lesbisch und insofern spielen wir da eine Rolle. Und das hat es uns auch sehr einfach gemacht. Hast du aktuell gerade was wir vielleicht mal ankündigen können, dass da was kommt? Aktuell, ich habe ja sehr viel als Coach gearbeitet, eben auch für die Wilden Hühner mit seinem Sohn zusammen. Und habe bei Sonnenhof, einem ZDF-Film mit Peter Sattmann und Susanne von Borjo, die Jugendlichen gecoacht.
und arbeite da eben sehr häufig als Schauspiellehrer und mache aber auch Komparsen und Kleindarsteller einrichten und so bei verschiedenen Produktionen, bei der Soko zum Beispiel. Und ja, und schreiben tue ich auch immer noch, obwohl ich mich immer noch als Anfänger bezeichne. Wie ist das denn, wenn der Sohn langsam berühmter wird wie der Vater? Es ist schon eigenartig. Auf der Straße stehst du da mit deinem Sohn und kommen die Leute und sagen, können wir ein Autogramm? Und ich sage, ja, selbstverständlich. Sage, nein, nein, von dem meinen wir. Sag ich, ja, das ist aber schön. Also gerade als 12-Jährige, 13-Jährige, der ist ein Mädchenschwarm in Deutschland. Und ich glaube, er lebt vieles aus, was ich gern gehabt hätte. Ich wollte auch früh Schauspieler werden und ich gucke dazu und sage, boah, das wäre ja schön gewesen, wenn ich das gehabt hätte. Du bist im Privatleben stolzer Vater, du bist im Lindenstraßenleben treuer Ehemann, mal auf und ab und es gab mal Trennung. Es gibt aber doch jetzt wieder eine große Zuneigung zu Helga Beimer. Ihr habt dieses Mal in der Folge, die wir gerade gesehen haben, einen klassischen Streit hingelegt. Nicht du, sondern vor allem Anna und Helga. Das ist eine der schönsten Streitfolgen, die wir, glaube ich, je gedreht haben. Wie ist denn da, wenn man dann nicht eingreifen darf? Also wenn die Rolle das nicht vorsieht, wenn man, du bist ja eigentlich immer mehr schlichter und sänftiger und beruhig dich und setz dich und sei jetzt mal ganz lieb. Ich glaube, das passt auch zu mir. Ich bin auch ich mag keine großen Streitereien. Ich mag auch nicht, wenn zu Hause Aggressionen da sind. Ich versuche die irgendwie möglichst schnell wegzukriegen. Ich lebe nicht gut damit. Deswegen passt die Rolle ganz gut zu mir und ich bin so für die Helga so ein bisschen der Fels in der Brandung und das, da fühle ich mich auch wohl. Du glaubst nicht, dass wenn man auf jemanden einen Zorn hat, dass man das rauslassen soll? Ja, doch, natürlich muss man das rauslassen, aber ich habe Schwierigkeiten, wenn Leute ungerecht werden und wenn sie wirklich polemisch werden und mit Mitteln kämpfen, die nur Emotionen sind und überhaupt nicht mit Überlegungen zu tun haben. Ich kann sagen, ich bin sauer auf dich, ich kann auch sagen, aus meiner Sicht hast du das und das und das gemacht, aber es bedeutet nicht, dass ich den Menschen runtermache. Und ich finde sehr viele Leute, wenn sie wirklich aggressiv sind, sie machen den Menschen runter und sie sagen, du bist ein... Aber die Auseinandersetzung mit dem Konflikt ist schon wichtig. Ich meine, die Form ist dann entscheidend, dass man eben... Genau. Ja, dass ich aggressiv werden kann, ist klar. Aber ich bin nicht ein Mensch, der gerne andere Leute runtermacht. Ich glaube an die Menschen. Ich glaube, dass Menschen eigentlich gut sind. Und wenn irgendjemand was macht, was nicht gut ist, dann gibt es einen Grund dafür. Und den Grund würde ich gerne erfahren. Und ich sage nicht, du bist schlechthin ein falscher Mensch. Und das hast du auch bei deinen sechs Söhnen durchgehalten? Ich glaube, ja. Hast du nie beleidigt? Natürlich habe ich sie beleidigt. Natürlich gibt es Situationen, wo ich sage, hör mal, spinnst du? Und mir ist auch einmal, ich werde das wahrscheinlich nie vergessen und wahrscheinlich wird meine Hand aus dem Grab verrotten später. Ich habe meinen Sohn einmal geschlagen. Das ist das Schlimmste, was einem passiert. Es ist wirklich, es tut so weh und ich werde das auch nie los. Ich sage ihm immer wieder, das tut mir wirklich leid. Ja, das ist furchtbar. Ich habe meine Tochter einmal in den Babystuhl so reingestampft, dass die... Schmerzen hatte. Ja. Nee, die hat mich nur sowas von entsetzt angesehen. Also. Und dann kam natürlich, oh Gott, was hast du da angestellt? Man macht es nie wieder. Also, ja, ist richtig. Nur es ist irgendwo, geht der Nerv durch und du hast da wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen. Ja. Also es ist furchtbar, wenn du dein eigenes Kind... Ich werde zum Glück dann getröstet, wenn ich sie angeschrien habe. Ja, anscheinend ist sie doch für dich. Ja, sie tröstet mich dann. Okay. Genau, wenn ich dann sage, das nicht tat so mir so leid. Und dann sagt sie, ja, aber vielleicht bist du auch einfach so angestrengt im Moment und jetzt nimmst du dich. War auch nicht so schlimm, weißt du. Und, das ist gut. Aber anscheinend ist noch was anderes wie zuschlagen oder anpacken, zu hart anpacken. Christoph, du hast deinen Vater, also nicht du, Christoph. Ich habe ihn nicht geschlagen, nein. Du hast ihn nicht geschlagen, aber du hast ihn ziemlich hart rangenommen in der Folge und du hast sowas gemacht, was er gerade sagt, was er nie machen würde. Du hast den Mann runtergemacht, du hast eine Gerechtigkeit behauptet, also du hast behauptet, die Tanja ist schlecht für ihn und du bist übergriffig geworden und hast dich ins Leben deines Vaters da sehr stark gedrängt, als Schauspieler natürlich. Mhm. Wenn du selber Rollen schreibst, wenn du selber Bücher schreibst, welche Charaktere sind dir die Leichtfallen darin? Was fällt dir leichter, den Bösen oder den Harmonischen, den... Also ich weiß gar nicht, ob es so den Bösen gibt oder den Harmonischen oder sowas, aber natürlich sind die Charaktere oder die Figuren immer am schönsten, am spannendsten, die am vielfältigsten sind, also die sozusagen am ambivalentesten sind, wo es sowohl das eine gibt als auch das andere gibt. Also ich schaue immer, dass ich möglichst beides irgendwie mal aufscheinen lasse, was dann der Schauspieler
Ich schreibe ja viel Drehbücher, aber auch Romane. Was in dem Fall der Drehbücher, was der Schauspieler dann damit macht oder was die Regie daraus macht, das ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte. Also das, ich verstehe das auch eher als ein Angebot dann an die Schauspielerkollegen oder an die Regie. Frank Drezler war ja auch eine sehr schillernde Figur. Er hat gestohlen, er war Drogenjunkie, mhm. hat seinen Vater verraten, er hat ihn ganz bewusst in das Licht geführt. Mhm. Wo war denn da das Gute? Der Schauspieler Christoph Wattberg hat das Gute eigentlich nie bewusst gekitzelt, jedenfalls nicht in meiner Wahrnehmung. Nee, also für mich war es so, dass ich mit Lindenstraße ja sozusagen angefangen habe, nach einigen Theatererfahrungen, die ich so gemacht habe. Und ich habe ja ein sehr intensives Verhältnis zu meinem Filmvater, zu dem Ludwig Haas. Also wir benennen uns auch immer Vater und Sohn, scherzhaft, wenn wir uns begegnen. Wir mögen uns wirklich sehr. Also das ist auch etwas, was über die Jahre gewachsen ist. Ich habe in dieser Rolle eigentlich mich selber ausprobiert. Mich selber nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Mensch. Also ich habe so das, was ich zu Hause mit meinen Eltern nie gemacht habe, nämlich wirklich rebelliert und die Sau rausgelassen. Das hat sich so irgendwie ergeben und ich habe in der Lindenstraße ergeben. Und ich glaube auch, dass die Autoren mich dahingehend beobachtet haben und das auch rausgekitzelt haben. Also es war schon Seele da, vor allem die Entzugsgeschichte und auch man hat auch gemerkt, dass es dir wehtut, den Vater so zu bescheißen. Das ist aber der Schauspieler, der das gebracht hat. In den Büchern war da kaum was drin gestanden. Ja, vielen Dank. Den Dank nehme ich gerne entgegen und wir sind ja immer froh, wenn Schauspieler, die bei uns waren, auch durchblicken lassen, dass sie eigentlich ganz gerne dabei waren und vielleicht sogar auch mal wiederkommen wollen. Also ich war immer sehr, sehr gerne dabei. Ich habe die Lindenstraße auch immer als ein bisschen tatsächlich als eine Art Familie erlebt. Familie mag man, Familie hasst man, immer beides gleichzeitig. Da muss man auch mal weggehen. Aber es gibt mich ja noch als Figur. Ich bin, glaube ich, im Baltischen ansässig im Moment. Ja. Und wenn Bedarf besteht, ich bin zu jeder Standart bereit. Ja, der Dressler, den gibt es ja auch noch, den mittlerweile Freund von dir ist, Ludwig. Bei ihr, bei der Lieben, ist es nicht ganz so leicht mit Nika. Die ist ja nur unter die Erde geschaufelt worden. Ein Mord, der auch nicht geklärt ist, ob es Mord war. Für die Autoren war das eindeutig Mord. Für den Zuschauer vielleicht nicht so ganz, weil man nicht so genau weiß, was Drezler da eigentlich rein hat. Und der reines Heroin oder was war das für ein Scheißgift, was da sie sofort umgelegt hat. Wir nehmen mal an, es war so ein gewollter Tod von der Eifersüchtigen, also von der Sonja, auf die Drezler natürlich sehr eifersüchtig war, weil er sich an Tanja rangemacht hat und letztlich ja auch die Ehe mit ihm zerstört hat. Ich darf Ihnen ankündigen, es bleibt spannend, es bleibt weihnachtlich. Und Weihnachten für mich ganz persönlich war immer ein ganz spannendes Familienereignis. Ich habe ein einziges Weihnachten versäumt zu Hause und war der unglücklichste Mensch auf Erden. Ich hoffe, Sie können alle Weihnachten im Kreis Ihrer Lieben feiern, ob es Familie ist oder Freunde. Und ich kündige Ihnen jetzt eine andere Weihnachtsfolge an, nämlich die 682, Karpfenblau. Eine der witzigsten, schönsten, tierfreundlichsten, nicht unbedingt menschenfreundlichsten. Aber wenn Menschen Tiere lieb haben und es nicht fertig bringen, sie zu schlachten, schauen Sie sich mal an, was daraus entsteht. Viel Spaß. Tja, 682, 682. Unter der Regie von George Moores, auch einer, der nicht mehr bei uns weilt, der die Lindenstraße aber sehr geprägt hat. Und mitgeprägt, genauso entscheidend, haben Lindenstraße meine jetzigen Gäste. Ganz besonders herzlich willkommen, Andrea Spatzig, seit 21 Jahren in der Serie als Andrea, als Gabi Zenker und Gabi Zimmermann und Gabi Skabowski. Viele Ehen und Wandeln hinter sich, wir werden gleich noch vielleicht dazu kommen. Daneben Jo Bolling, der treue Ehemann in der schwarzen Unterwäsche. Der treue Ehemann, ja. Hallo. Und mit Pinguin heute oder Amon, dessen Nachname er besser selber sagt. Ich verstehe zwar nie, was er im Text redet, und den Namen schon überhaupt nicht. Und seit 21 Jahren schaffe ich es nicht, ihn wirklich perfekt auszusprechen. Ich probiere es. Amon Suranganjanai. Suranganjanajai. Er ist einer der wichtigsten Figuren. Er ist der große Freund. Die Zuschauer mögen ihn als Butler bei Drezler und bei unserer Rosi. Und wir sind, Rosi ist ungefähr so alt wie du, mein lieber
Herr Krückenberg, der liebe Walter Backhaus. In der Folge, die wir gerade gesehen haben, nur ein bisschen zu sehen, ein Geschenk von Tom, was aber quasi ein Hinweis ist auf die großen Geschichten, die dann kamen mit dem Sohn von Hans Beimer, der zu Hause irgendwie nicht gut getan hat und der dann bei dir als entlassener Sträfling Unterschlupf nimmt. Ja. Wie war das mit dem Kind? Ihr seid ja ungefähr 70 Jahre auseinander oder 60 Jahre auseinander. Du bist Profi, er ist Laie, er ist auch ein schwieriges Kind, also in der Rolle. Ich mochte ihn gern. Ich nehme an, das hat er gemerkt und bin sehr gut mit ihm ausgekommen. Wir haben prächtig miteinander gespielt. Hat viel Spaß gemacht. Und ich erinnere mich ganz lebhaft an die Ballonfahrt. Es ging ja dann darum, dass der Junge fliegen wollte. Sind das pädagogische Maßnahmen, die du auch als Krückenberg machen würdest? Also wenn du einen Sohn hättest, ich weiß gar nicht, ob du einen hast. Doch, ich habe einen und zwei Töchter. Ich glaube ja. Ich glaube ja, denn die Ballonfahrt hat ja nur deswegen stattgefunden, weil Tom dem Walter gesagt hat, du hast mir das versprochen. Die haben irgendwann mal einen Ballon fliegen sehen und, oh, das machen wir auch, hat der Backhaus also leichtsinnigerweise gesagt. Und Tom hat jetzt gesagt, du hast gesagt, was man verspricht, muss man halten. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als eine Cartier-Uhr zu klauen und einen Ballon zu kaufen. Fernsehen und jetzt sitze ich immer noch im Knast. Ja. Für euch. Wir haben dich da ein bisschen sitzen lassen. Ja. Wo tummelst du dich jetzt, außer dass du offiziell im Gefängnis bist, aber als Schauspieler? Ich habe einen großzügigen Gefängnisdirektor, ich habe viele Freigang und habe also seit 5,5 Jahren bin ich hier weg. Anfang 2001 war die letzte Folge mit mir. Seitdem, ich habe nachgezählt, in 21 TV-Produktionen gespielt, an 5 Theatern in 7 Stücken gespielt und einige Male bei Diplomarbeiten von Filmhochschulen mitgemacht und so. Die Luft wird dünn in meinen Jahrgängen und deswegen darf ich. Ja, aber als Regisseur und Produzent kann ich schon auch sagen, dass die Luft schon dünn ist, aber sie ist deswegen dünn, weil es ganz wenige in deinem Alter gibt, die den Grips noch haben, die Texte noch behalten können, die noch laufen können, denen man nicht irgendwie heimlich den Rollstuhl hinstellen muss. Das ist schon toll, dass du dich so gut hältst und da solltest du dem Filmgott auch dankbar sein. Ja, bin ich. Und solange der Kopf und die Beine mitmachen und ich gefragt werde, mache ich auch. Filmgott, Andrea Spatzig. Oh. Du bist ja als Gabi Zimmermann eine der wenigen, die regelmäßig mit Gott in Anführungszeichen zu tun haben. Mhm. Mit Ausnahme der ganz aktuellen Sache jetzt, dass wir irgendwie Muslim und Christentum vorstellen auf einer anderen Ebene. Die Gabi Zenger ist eine Gläubige. Ja. Mutter geht in die Kirche, hat einen Rosenkranz. Glaubst du, dass wir deutlicher sein sollten im Umgang mit Christentum, gerade jetzt in der Zeit, oder ist die Bescheidenheit, die wir da üben, richtig? Ja, ich meine, wenn jetzt plötzlich alle anfangen, in die Kirche zu rennen, das spiegelt ja nicht das richtige Leben wieder. Also du meinst, wenn die Gabi fromm ist, dann holt sie alle anderen mit in den Himmel später? Ja, natürlich. Einer genügt. Mich auch, ja. Dich auf jeden Fall. Ja, mich auf jeden Fall, das ist gut. Ja, das ist ja das Merkwürdige, der Jo geht eigentlich nie mehr in die Kirche. Nee. Und der hat auch was dagegen, gegen dein Geld ausgeben für karitative Zwecke. Ja gut, er will ja lieber ver... Also nicht der Jo, sondern der... Das Dumme ist ja natürlich, dass wir jetzt zur Weihnachtszeit ja nicht genau wissen, was jetzt schon über den Bildschirm flattert und was ich jetzt schon sagen darf. Also ich darf mich jetzt überhaupt nicht äußern, was er mit dem Geld macht. Du darfst dich über alles äußern. Wir sind in der Sendung irgendwie bei 1000 was auch immer. Ja. Und wenn dir jetzt was einfällt, was nicht aber geäußert werden darf, dann schneiden wir das wieder raus. Vielleicht ist es gerade erst gedreht worden und ich möchte die Leute jetzt nicht, denen nichts verraten. Aber Geheimnisse ist ja auch, was ich den lieben Gung, den Amon jetzt mal fragen will. Was treibst du eigentlich mit Rosi? Abgesehen davon, dass ich nicht so genau weiß, wo du da eigentlich schläfst. Ich habe ja mein Zimmer da. Ja, wo ist das eigentlich? Beschreib uns doch mal, wenn man reinkommt, man weiß, wo Rosis Schlafzimmer ist, aber wo wohnt eigentlich? Daneben, genau, exakt neben dem Wohnzimmer. Der ursprüngliche. Neben dem Wohnzimmer. Ja. Wie ist das eigentlich? Deine Auftritte sind doch immer sehr kurz. Ja.
Genießt du das, weil du da wenig Arbeit hast, oder würdest du dir eigentlich eine große Geschichte wünschen? Natürlich, da wollte ich auch eine große Geschichte haben, aber muss aber auch nicht unbedingt sein. Diese große Geschichte ist aber wieder was anderes von meiner Figur her. Ist, ich finde auch so, ist auch sehr interessant eigentlich. Es ist wie ein Running Gag, dass in der Lindenstraße bis 21 Jahre jetzt so gekommen ist, und ich glaube auch so ist in Ordnung. Jetzt ganz privat an dich, Jo, wie hältst du dich so jung? Wir sind ungefähr gleich alt. Wir sind exakt gleich. Ich bin ziemlich sicher, alt, wenn Sie mal einen Vergleich machen wollen mit Großaufnahmen hier, Großaufnahmen da, dass der Schauspieler einfach wesentlich besser und jünger aussieht, wie ich, alter Depp. Ach Quatsch. Wie magst du das? Du hast zwei kleine Kinder noch. Hm? Drei. Drei. Ich habe Zwillinge, zwei Jungs, die jetzt fünf hier sind, und meine Tochter ist neun. Wie mache ich das? Weiß nicht. Du, es war bei mir, seit ich zurückdenken kann, hat man mich immer viel jünger geschätzt. Die Gene. Es sind die Gene. Fühlst dich auch total fit. Ich mache ja auch, ich rauche nicht mehr seit fünf Jahren, trinke keinen Alkohol, mache viel Sport. Also, weiß nicht, ob es daran liegt, aber... Magst du sparen? Nicht mehr. Nicht mehr? Ich habe gefochten. Warum? Weil die Knochen irgendwie knallen, oder? Weil ich langsam faul werde. Ganz einfach. Ja, will man nicht mehr und, so. Und eine besondere Diät, um den Kopf also nicht nein, zu verlieren? Nein. Du lebst einfach. Nee, der funktioniert. Gene. Also ich finde es ja bemerkenswert deswegen, weil Schauspieler haben ja eigentlich nur ein großes Kapital, und das ist ihr Körper. Ja, und da muss man schon drauf achten. Ich muss schon darauf achten, dass ich fit bleibe. Ja. Also ich kann auch nicht immer maßlos essen und ja, trinken tue ich sowieso okay, nicht. Aber ich glaube, das zielt es völlig auf mich ab. Siehst du, Andrea, du musst auch ab. Ich habe erst 8 Kilo abgenommen mittlerweile. Ja? Also ich bin stolz darauf, und es wird auch noch weiter runtergehen. Das ist viel. 8 Kilo, also ich habe nichts gesagt. Nein, lieber Zuschauer, du hast nicht gesagt. Irgendwas gesagt, dass die Dame zu dick ist? Ich habe nichts gesagt, ich habe es mir verkniffen. Ich kann nur sagen, danke Walter Backhaus alias Krückenberg oder umgekehrt. Und damit verabschiede ich mich von euch. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und wir gehen jetzt auf die Folge 786. Heute kommt der Weihnachtsmann. Die ist wieder mal am Heiligen Abend gesendet worden, am 24.12.2000. Und dass die Welt auch an Weihnachten in der Lindenstraße nicht ganz heil ist, das haben Sie wahrscheinlich längst verstanden. Diesmal ist es ziemlich unheilig. Viel Spaß. Zuschauer, das war nun die Folge 786, am 24.12.2000 das erste Mal gesendet. In dieser Folge spielt Harry Rowohlt, der geheime Superstar unserer Serie, aber nicht nur unserer Serie, sondern er ist ein Star in Deutschland, die Hauptrolle, kann man ja so sagen. Er geht durch alle Stränge, er ist, wie Sie gesehen haben, ein verunglückter Weihnachtsmann, und die Story kam unheimlich gut an. Harry, wie ist das? Du bist ja eigentlich immer nur so mit Kurzauftritten bedacht. Ist die lange, durchgehende Geschichte dein eigentliches Steckenpferd, oder bist du zufrieden, dass du nur immer einen halben Satz sagen darf? Da ich mir keinen Text merken kann, bin ich mit all dem sehr zufrieden. Sag mal, wie wirst du fertig mit deinem Gesicht? Ich meine, mit deinem Gesicht wirst du schon fertig sein, wenn du vormittags aufstehst. Aber dass die Leute so viele Leute dein Gesicht erkennen, ist das eine Belastung? Daran habe ich mich eigentlich längst gewöhnt, weil ich allein in Hamburg 3 sehr begabte Doppelgänger habe. Einen Gitarristen und 2 Elektriker. Und ich dementiere zwar immer, wenn Vince Weber, der sehr gut Klavier spielt, sagt, wir müssen mal wieder zusammen jammen, dementiere ich sofort, Gitarre spielen zu können. Aber noch schneller dementiere ich, Elektriker zu sein. Manchmal, wenn ich in einer Kneipe bin, in der ich vorher noch nicht war, lobt mich der Wirt, dass ich die Kühlanlage für seine Zapfanlage so wunderbar reingezogen habe. Und das dementiere ich noch schneller, denn wenn das Mistding ausfällt und ich mit dem Vierkantschlüssel in den Keller muss und dran rumschrauben, nee. Dann ist Feierabend. Sag mal, Harry, es gibt ja viel Lob für dich, aber wirst du auch ab und zu mal beschimpft oder wenigstens getadelt von Freunden oder auch von Leuten, die dem Zug begegnest? Herr Rowohlt, Sie sind sowas von beschissen oder Sie spielen so schlecht, man merkt, dass Sie kein Schauspieler sind. Kommt sowas vor? Nein. Einmal, das hat mir sehr gut gefallen, in der Schweiz, in der Eisenbahn,
betrachtete mich der Schaffner lange mit einer Mischung aus Abscheu und Widerwillen und sagte dann, mit der Lindenstraße erkaufe ich mir immer die Sportschau. Weil es ja ein sekundäres männliches Geschlechtsmerkmal ist, dass man nicht Lindenstraße sieht. Weshalb auch alle immer ein Autogramm. Da ist aber die ganze Serie gemeint. Ne? Ja, ja, natürlich. Nicht nur du gemeint. Nicht nur ich. Aber ja, mich haben sie dann beim Wickel. Weshalb auch Leute immer nur ein Autogramm für ihre Mutter haben wollen. Es ist erstaunlich, wie viele Mütter manche Menschen haben. Ja, wie erklärst du dir eigentlich deinen Ruhm? Oder sagen wir mal die Quantität. Kommt das meiste des Bekanntheitsgrads aus der Lindenstraße, ja, oder kommt das durch deine Dichterlesungen und deine Lesungen? Nein, das ist ein riesenhafter Fanclub wegen der Lindenstraße und ein winzig kleiner wegen allem anderen. Und diese beiden Mengen sind praktisch, wie wir Mathematiker sagen, disjunkt. Harry, ich muss es jetzt doch noch loswerden, weil ich hatte es die ganze Zeit im Hinterkopf. Es gab eine Geschichte, die wir länger für dich geschrieben haben, die ich persönlich toll fand, die ich auch mitgeschrieben habe. Das war die Geschichte, wo dein Vater in der Lindenstraße, Harry. Weil ich endlich die Mathe los. Ja, wer wollte die Mathe los haben? Jetzt haben wir es schon verraten. Also, ach, Entschuldigung. Irgendwann musste die Mähne weg und wir mussten eine Geschichte dafür erfinden, was wir dann auch gemacht haben. Er will seinem Vater, also den verheirateten, braven Sohn vorspielen. Diese Geschichte, und jetzt kommt die Frage an dich, diese Geschichte kam leider bei den Zuschauern überhaupt nicht gut an. Wir haben selten so viel Schelte bekommen von euch, die ihr jetzt hoffentlich noch guckt, ja, und diesen wunderbaren Schauspieler und Komiker und Dichter und Lyriker und Philosophen hier an meiner Seite seht. Wir haben noch selten so viel Schelte bekommen wie für diese Geschichte. Kein Mensch weiß, die Kritiker selber können es mir nicht sagen, meine Analysten, meine Dramaturgen, wir wissen es nicht, warum. Hast du einen Zugang? Warum das so schiefgegangen ist, obwohl du es wunderbar gespielt hast. Frau Beimer hat es wunderbar gespielt, also Marie-Louise. Dein Vater war ein herrlicher Trottel. Der Schauspieler ist übrigens genau 6 Jahre älter als ich. Ein ziemlich frühreifes Bürschchen. Und ich hatte vorgeschlagen, meinst du, das war der ich hatte vorgeschlagen, ihn zu erschießen und 3 Wochen lang in einem überheizten Büro liegen zu lassen, damit er ein bisschen schimmelt. Aber die Maske hat wirklich mit ihm ganze Arbeit geleistet. Die hat ihn so verschandelt und... Ja, aber du kommst ja noch als 50-Jähriger durch. Findest du? Ja, mit Bärten ist das ja nie so genau zu sagen. Also dafür wenn ich einen Bart hätte, wäre ich auch 50. Dafür bin ich mit 12 bereits immer in Filme ab 18 gekommen. Ja, ohne also Bart siehst du wahrscheinlich alt aus. Genau. Ja, meine Lieben, es ist leider schon wieder vorbei. Die Aufnahmeladung hält mir hinter der Kamera deutlich die rote Karte hin. In dem Fall ist es eine rote 1, das heißt, die letzte Minute ist schon längst angelaufen. Ich darf Ihnen noch sagen, was jetzt kommt. Es kommt die Folge 891, das Festessen. Es ist das Festessen, an dem Sarah nach Hause kommt, eine nicht einfache Folge für sie. Sie ist an Bulimie erkrankt und sie kommt aus der Klinik zum Weihnachtsbesuch. Julia Stark als starke Persönlichkeit in der Folge, das Festessen 891. Hast du nicht noch etwas vergessen? Du hast recht, Harry, danke. Aber es geht natürlich um seine beste Freundin Irene Fischer, deren Drehbuch zu dieser Folge, die jetzt kommt, im Internet steht. Und da können Sie es mitlesen, während Sie die Sendung sehen. Mal gucken, was ist da rübergekommen aus der Literatur ins Bild. Viel Vergnügen. Liebe Zuschauer, das war also jetzt die Folge, wo Sie das Drehbuch dazu im Netz mitlesen konnten. Vielleicht hat es der ein oder andere auch gemacht, Folge 891 vom 28.12.2002. Ganz wichtige Rolle in dieser Folge spielt Julia Stark. Sie spielt eine kranke Jugendliche. Sie ist heute hier und will uns sicher oder kann uns sicher ein bisschen was erzählen, wie schwer es ist, sich das zu erarbeiten, diese Krankheit zu spielen. Herzlich willkommen, Julia Stark. Hallo. Genauso freut es mich, unsere altgesottenen Dinosaurier hier sitzen zu haben, wie die beiden in dieser berühmten Serie. Wie sitzen die denn, die da oben immer sitzen? Die Muppets. Ja? Die alten Muppets, Hans Beimer, Joachim Hermann Luger und Helga Beimer, unsere liebe Marie-Louise Marian. Und dass sie nicht nur Lindenstraße kann, sondern Lindenstraße auch über alles liebt und die Fans, nämlich euch, liebe Zuschauer, ins Herz geschlossen hat, beweist auch, dass sie sich bereit erklärt hat, das erste Gedicht der Preisträger, der 3 Preisträger unseres Gedichtewettbewerbs persönlich vorzulesen, zu rezitieren. Herzlichen Glückwunsch, Andreas Gößmann, der dieses Gedicht geschrieben hat. Du bekommst oder sie bekommen eine
52 Folgen DVD aus dem dritten Jahr der Lindenstraße. Ein schöner Schuber. Wenn Sie ihn schon gekauft haben sollten, können Sie ihn ja weiterschenken. Herzlichen Glückwunsch. Bitte, Marie-Louise. Ja. Alle Jahre wieder. Sonntagabends, heilige Nacht. Mal hören, was unsere Straße macht. Kommet ihr, Leute, nach Scholz, ihr müsst schauen. Hajo hat selbst einen Christbaum gehauen. Sabrina und Hilde stehen singend davor. Von oben, da hört man die Zenkers im Chor. Bei Zenkers ist heute Familienfest, weil Andi die Kinderlein kommen lässt. Nur Zenkers Jo bleibt heuer fern, sucht auf dem Broadway seinen Stern. In der Weihnachtsbäckerei gibt's bei Beimers heut Geschrei, denn die Plätzchen, die die haben, sehen aus wie schwarze Raben. Und Helga, die denkt gleich daran, morgen kommt der Hansemann. Lasst uns stolze Griechen sein und uns recht von Herzen freuen. So hört man Elena lustig trällern. Still und starr ruht das Café. Laut darüber singt die WG. Alex legt Musik auf, die wirklich rockt. Das hat sogar Lisa und Murat angelockt. Auch Bruno singt mit vollen Lungen, jedoch ist Isolde ihm entsprungen. Am Akkordeon singt Olaf Kling. Glöckchen, Klingeling, Klingeling. Ines hört man dazu singen. Süßer die Klings wohl klingen. Oh, Lotti reißt die Augen auf. Der Karsten kommt im Dauerlauf und wird sofort nach Rat gefragt von Dr. Dressler, der heut klagt. Wann wird wohl Jack endlich streben? Morgen, Ludwig, wird's was geben. So singen und freuen sich alt und auch jung. Rosi, Susanne, der Momo und Gung. Olli, Christian, Ursula, auch die Ziegler sind schon da. Bloß Tanja flüstert, still, still, weil ihr Sohn Simon schlafen will. Und Harry träumt schon seinen Traum, ist auf der Bank am Pennen. Und hinter ihm, am Lindenbaum, seh ich die Lichter brennen. Die Lindenstraße wird jetzt leise, nur die Geige einsam wacht. Spielt heute zum Abschied ausnahmsweise bis nächsten Sonntag Stille Nacht. Tja, der Mann kennt die Lindenstraße, habe ich mal so das Gefühl. Vielen Dank, das ist ja fast bewegend, wie der mit den Figuren liebevoll umgeht und wie er sie porträtiert. Du warst nicht in dem Gedicht dabei. Woran mag das wohl liegen? Tja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Zieglers zu viele Kinder bekommen haben. Da haben wir das Gedicht zu lang geworden. Julia, du hast ja auch als Jugendliche, als kleines Mädchen schon ziemlich anstrengende Inhalte transportiert. Beispielsweise jetzt, was wir gerade gesehen haben, die Bulimie. Das ist eine Essstörung. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Ja, also als ich das gehört habe, dass das auf mich zukommt, mich auch sehr gefreut über die Herausforderung, also eine Charakterrolle zu spielen, da war ich 15 damals und habe mich eigentlich auch danach gesehnt, eine schauspielerische Herausforderung in der Lindenstraße spielen zu dürfen und habe mich dann auch mit dem Thema beschäftigt und auch vor allen Dingen die Unterschiede zwischen Bulimie und Magersucht und gewisse Gemeinsamkeiten mir angeeignet oder durchgelesen, weil ich mich auch ja, damals erst verwundert war, dass das Thema Bulimie mich betroffen hat, wo ich nun vom Aussehen her eindeutig nicht magersüchtig oder mager war. Und ja, habe eben da viel gelernt. Dadurch, dass es nicht thematisiert wird, und das war ja auch in der Rolle Sarah so, dass die älteste immer brave Tochter, über die man leicht hinweg sieht und die nicht als Problemkind groß wird, wie es wahrscheinlich auch in vielen anderen Familien so ist, dann doch irgendwo seelische Schwierigkeiten wegstecken muss und das einfach irgendwo zu viel wird. Und dieser Ausbruch sich dann auf die eine oder andere Weise zeigt. Wir haben es natürlich auf dich geschoben, weil ich der Meinung bin, dass wenn man sowas zeigt, dann muss man auch die Ursachen rausfiltern. Und deine Bulimie ist ja nicht entstanden, weil du Schlankheitswahn hattest oder einfach das Essen zu gut fandest und das Kotzen hinterher, sondern es ist entstanden, weil du eine Geschichte hast, die dich in diese Krankheit getrieben hat, nämlich die Sehnsucht, wer war mein Vater und was war mein Vater? War er wirklich so ein grässlicher Mensch, wie er
manchmal hingestellt worden ist von dem, was die so als Verwandtschaft und Freundeskreis hört. Hättest du, wenn du so eine Krankheit hättest, beispielsweise das Bedürfnis oder würdest du glauben, dass du über ein Gedicht schreiben, über Literatur verfassen, über selbst kreativ sein, dich aus der Krankheit rausschreiben könntest? Ja, ich denke schon. Das auf jeden Fall. Wir wissen, dass der Autor oder die Autorin, die zweite Siegerin unseres Wettbewerbs für Lindenstraße, über Lindenstraße Gedichte zu schreiben, die Alexa Wegert aus dem Sauerland, wahrscheinlich ist sie nicht krank, weil das Gedicht ist alles andere als krank. Das ist sehr witzig und sehr lustig und ich lese es jetzt mit großer Freude vor, wobei ich einen kleinen Hinweis gebe. Das Gedicht heißt Die Elster und sicherlich wissen sehr, sehr viele von Ihnen, liebe Zuschauer, wer mit dieser Elster eigentlich gemeint ist, nämlich unsere verstorbene Elsie Kling, die ja wahrscheinlich in ihrem zweiten Leben als Elster wiederkommt. Jedenfalls, wie wir sie beerdigt haben, hatte ihre Stimme eine Elster. Und das ist ja auch eine Ankündigung, vielleicht kommt dieser Vogel ja wieder. Elstern sollen angeblich lange leben. Ich habe mein Nest in der Lindenstraße und es weihnachtet in hohem Maße. Die Straße geschmückt, ach, bin ich entzückt. Denn es duftet erhaben nach schwarzen Raben. Weihnachtliches Treiben, Seelen aneinanderreiben, bei Klaus läuft's schlecht mit Nina. Er denkt an Nastja immer wieder. Ifis erstes Fest unter den Lehrer, ich sag's ja immer, Sodom und Gomera. Die Singles unterm Tannenbaum, sie haben einen großen Traum. Elena, Ludwig, Lotti und Gung sehnen sich nach Vereinigung. Für das Jahr 2007 suchen sie einen zum Herzen, zum Lieben. Was ich so sehe von meinem Ast, krä, krä, ihr lebt alle weiter, wie euch das passt, krä, krä, ich hingegen lebe mit Gottes Segen auf freien Wegen. Nun wünsche ich allen aus meinem Nest ein besinnliches, gesundes und frohes Fest. Vielen Dank, Alexa Wega, das krä, krä habe ich dazu gemacht, weil es irgendwie so schön reingepasst hat. Du verzeihst mir die Veränderung deines Gedichtes und ich erlaube mir jetzt ganz schnell doch noch dich zu fragen, wie packt man das? Doch ein anstrengendes, inhaltliches Auseinandersetzen mit einer Rolle und dann auch gleichzeitig Abitur machen. Ja, also es hat irgendwie geklappt. Ich bin eben damit groß geworden, mit Lindenstraße. Und da das so ein, ja, so ein wichtiges Hobby für mich einfach immer war und von klein auf bin ich damit ja groß geworden, dass es neben Schule und neben Freundschaften, Familie, alles einfach immer geklappt hat, war es eigentlich auch im Abitur. Für mich kein großes Problem, dadurch natürlich, dass die Produktion auch ein bisschen Rücksicht genommen hat. Danke. Das heißt, Rücksicht nehmen in so einem Fall heißt einfach, dass wir versuchen, sie möglichst wenig also zu belasten und nicht allzu lange Texte und vielleicht auch mal, wenn es nicht unbedingt sein muss, nicht dabei sein lassen am Küchentisch, wenn sie keine richtig große Rolle hat. Du hast es toll gemacht und ich wünsche mir, du bleibst noch lange da, auch wenn du jetzt studierst und vielleicht noch weniger Zeit hast, aber wir würden dich gerne noch so lang uns die Zuschauer treu bleiben, bei uns weiter. Danke. Noch ein Gedicht haben wir vorrätig. Und das darf ein Altvater Beimer verlesen. Das heißt, er darf nicht, sondern wir bitten ihn ganz herzlich, das zu tun. Auch hier schon, also auch die Frau Alexa Wegert bekommt natürlich eine DVD von uns, die ist dritte Jahr, ganz und vollzählig mit einer Bonus-CD oder DVD. Und auch der jetzige Dichter Elmar Brenke, auch eine DVD. Alle drei sind gleich bewertet worden von unserer Jury. Hans Beimer, bin sicher, er wird aus diesem Gedicht eine Nachdenklichkeit zaubern, denn bei diesem Gedicht geht es um alle Toten. Es hat den schlichten Titel Weihnachtsgedicht. Auch im Himmel ist heute Weihnachtstag, wovon ich singen und sagen mag. Egon! Egon, fürcht dich nicht, sonst stelle ich dich vors jüngste Gericht. Die Else, gerade angekommen, hat sich den Ex zur Brust genommen. Lydia Nolte versucht zu schlichten, während Enrico und Benno Adventsprosa dichten. Bertha packt letzte Geschenke ein, ein paar Socken sollen es für Frau Birkhahn sein. Dort hinten sieht man Benaschs laufen, sie wollen Heimatwolken verkaufen. Auf der Wolke Schildknecht wird heftig gerauft. Mal wieder haben beide einen Christbaum gekauft. Der Franz und die Henny, die streiten verzückt, während Maike gleich beide Bäume schmückt. Der Nossek steht grinsend daneben und denkt, mal sehen, ob Henny mir heute was schenkt. Da fliegen grad zwei übers Land, Paula
und Mäxchen, Hand in Hand. Das süße Mädel und der freche Bengel gehören hier zu den jüngsten Engeln. Die nennt man hier auch Federvieh. Der Priesnitz und die Amelie spielen auf Harfen Weihnachtslieder. Ich sehe grad, da kommen sie wieder. Frau Horowitz und Dresslers Cinderella, die holten die Kerzen aus dem Himmelskeller. Hubertchen brät die Weihnachtsgans, der Geruch lockt an auch Onkel Franz. Benny und Maja, die klopfen zu zweit die Bettwäsche aus, damit auf Erden es schneit. Bei Petrus steht klopfend Matthias am Tor. Ihm klemmt noch die Pfanne von Lisa am Ohr. Stör ich? So fragt er. Und Petrus seufzt laut. Mal sehen, warum er schon wieder reinschaut. Er will sich wohl über den Mord beschweren. Gewiss lassen Sonja und Kurt auch von sich hören. Und wer auf der Erde das Leben lässt, der feiert dann hier mit den Engeln das Fest. Nur einer, der darf hier nicht mit hinein, denn der verhielt sich auf Erden nicht fein und war immer böse, gehässig und dreist, obwohl er doch selbst Robert Engel heißt. Ein herrliches Gedicht. Vielen Dank an Elmar Brinke, Alexa Weigert und Andreas Gößmann. Und Dichten hält die Seele jung. Ich darf Ihnen jetzt was ankündigen, was auch was mit Dichten zu tun hat, aber was natürlich eine Lindenstraßenfolge ist. Eine unserer letzten gedrehten, beziehungsweise vor 2 Jahren gesendet, die Folge 995. Das sind auch schon wieder 2 Jahre her, knapp vor der 1000. am 26.12.2004. Und die Folge beginnt natürlich sehr traurig. Das ist nach dem Tod von Maya, die an Darmkrebs gestorben ist. Und die kleine Lea hat mit der Oma und dem Opa das erste Weihnachtsfest ohne Mama. Trotzdem viel Spaß. Ja, liebe Zuschauer, liebe Fans, wer durchgehalten hat und noch nicht eingeschlafen ist, weiß, dass es jetzt kurz vor 6 ist. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und ich möchte Ihnen noch ein paar Kleinigkeiten ankündigen und vor allem die nächste Weihnachtsfolge, Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten in der Lindenstraße, ganz aktuell zum diesjährigen Heiligen Abend um 19.30 Uhr, also aufpassen, nicht um 18.50 Uhr. Der Sender war, die ARD war so großzügig und hat uns den 19.30 Uhr Platz gegeben, in der Angst, dass sie die Lindenstraße sonst versäumen würden, weil sie natürlich alle um 18.50 Uhr oder so um 18 Uhr Bescherung feiern zu Hause und selber Weihnachtslieder singen. 19.30 Uhr in der ARD im Ersten und zwar mit unserem jungen Liebespaar Roberto und Jack, so wie sie sie noch nie gesehen haben, verkleidet als Weihnachtsengel und Weihnachtsmann. Sie dürfen sich freuen. Ich hoffe, Sie haben so viel Spaß dabei beim Zugucken, wie wir beim Drehen hatten. Dann wiederholt das WDR-Fernsehen am ersten Weihnachtsfeiertag um 18.40 Uhr, also zur Uraltzeit der Lindenstraße, zur Ikonenzeit, 18.40 Uhr im Dritten des WDR nochmal dieselbe Folge, falls Sie am Heiligen Abend keine Zeit hatten zu gucken. Dann darf ich Ihnen noch ein bisschen Action ankündigen. Wir haben Ihnen ja gesagt, es gibt noch ein Kultobjekt zu gewinnen. Diese Gitarre, die von allen anwesenden Schauspielern und Mitarbeitern und Mitwirkenden hier unterzeichnet worden ist, gibt es ab sofort als Versteigerungsobjekt. Wenn Sie auf die Lindenstraße Homepage gehen, finden Sie alle Bedingungen. Und Sie können dieses Teil in einer bestimmten Frist, die auch da steht, im Internet ersteigern. Und damit Sie nicht vergessen, dass wir im Fernsehen sind und mit Tricks und Zauberkünsten euch ab und zu eins ausschmieren oder beziehungsweise euch begeistern, lassen wir es jetzt in der Wohnung von Frau Beimer im heiligen Wohnzimmer der Mutter Beimer und Familie einfach noch schneien. Das Wunder geschehe, Regisseur sagt, Schnee ab und Sie sehen, es wird gleich schneien. Rieselt der Schnee, still und schallt der See. Weihnachtlich glänzt der Wald, freudig ist im
60. Geburtstag gibt es eine große Feier und die Kinder halten Reden. Er hatte Sex mit seinen lieben Kinderchen. Ich dachte, das sollten Sie doch eigentlich über meinen Vater wissen. Auf den Mann, der meine Schwester umgebracht hat. Auf einen Mörder. Ein Einblick in die feine Gesellschaft. Das Fest. Heute Abend in 1 Festival. Mein Großvater, Heinrich Crespel. Der große Vierteiler nach dem Roman von Uwe Jonsson. Ein Film von Margarete von Trotta, Matthias Habig und Susanne von Borsodin. Jahrestage am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag in 1 Festival. Lindenstraße, die Kultnacht. An Heiligabend ist Hochsaison für Erinnerungen. Gnade wünsche ich allerseits. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Die schönsten Lindenstraßen-Weihnachtsfolgen am ersten Weihnachtsfeiertag ab 0.15 Uhr in der Lindenstraße Kultnacht in 1 Festival. Der Viktoriasee in Tansania. Hier wird der begehrte Viktoria-Barsch gefischt. Gegessen wird er in Europa. In Tansania wird gehungert. Der Dokumentarfilm über eine ökologische und ökonomische Katastrophe im Herzen Afrikas. Darwins Nightmare am zweiten Weihnachtstag um 20.15 Uhr in 1 Festival. 250 Jahre Wolfgang Amadeus Mozart. Sein Werk. Sein Leben. Heiligabend Mozart total. 1 Festival zeigt das Musikgenie in all seinen Facetten. Um 13 Uhr die Entführung aus dem Serail. Um 20.15 Uhr der Film über Mozarts frühe Jahre und im Anschluss die Mozart-Show. Heiligabend mit Mozart in 1 Festival. Fielen über die Chaussee. Man wird aus dem Schlaf gerissen und überall ist plötzlich Wasser. Furchtbar. Ein traumatisches Erlebnis, auch für die Helfer. Da draußen saufen die Leute und ihr steht hier rum! Die Nacht der großen Flut am ersten Weihnachtstag in 1 Festival.